Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video The Guest. Ja, das ist ein vergleichsweise kleines Horrorspiel, soll es zumindest sein. Ich habe noch keine Ahnung, worum es jetzt genau geht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir wohl in einem Zimmer, glaube ich, anfangen und herausfinden müssen, was passiert ist. Ich werde einfach mal das Spiel starten. Wir sehen einen Deckenventilator. 25. Oktober 1986. Und es sieht so aus, als ob wir, ja, gerade erwachen, vielleicht niedergeschlagen wurden. Vier Uhr dreiundzwanzig in der Nacht. Ja, und das Ganze ist leider in der Ego-Perspektive. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Was war das gerade? Der oder das jetzt wieder gegangen, oder? Ja, meine Bibel. Wir können sie drehen. Und auch behalten. Ich behalte sie mal. Und nein, ich möchte nicht unbedingt herausfinden, was passiert, wenn ich die Tür öffne. Tabletten haben wir auch. Lea, morgen früh geben Sie mir ein paar neue Tabletten. Das hat Gregory gesagt. Okay. Was sind das für Tabletten? Was ist das? Zigaretten oder was? Not lucky. Okay, das ist eine Anspielung, verstehe. Ja, ob wir die behalten sollen, weiß ich nicht, aber okay. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir der Tür den Rücken zuwenden sollen. Ach, das sind wir selber. Okay. Ist auch sehr dunkel. Ich sehe hier überhaupt nichts irgendwie gerade in der Ecke. Okay, Boarding Pass. Texteinblendung mit F. Bordkarte. Flugklasse A. Gate schließt um 15:20. Sitzplatz 25C. Behalten wir mal, sofern ich hier wieder rauskomme. Moment. Q behalten. Scheint keine Glühlampe drin zu sein. Okay. Da ist doch irgendwas drunter. Ein Feuerzeug. Ich habe das Benzin mit dieser letzten Zigarette aufgebraucht. Behalten wir trotzdem mal, weil, ne? Kann man ja vielleicht immer mal gebrauchen. Ja. Das heißt, ich muss jetzt so langsam aber sicher Richtung Tür. Wenn es klopft in solchen Spielen, dann ist das immer schlecht. So, wir können das drehen. Da ist kein Brief drin. Universität von Boston. Okay. Text war mit F. Sehr geehrter Dr. Leonov, wir sind hocherfreut, dass Sie unsere Einladung zum 9. alljährlichen Internationalen Wissenschaftskongress in Boston angenommen haben. Es ist uns eine Ehre, dass Sie willens sind, von so weit her anzureisen, um unser Hauptredner auf dem Kongress zu sein. Meine Kollegen und ich brennen darauf, an Ihrem Wissen teilhaben zu können. Anbei finden Sie die Informationen zu Ihrem Business-Class-Flug sowie Ihre Tickets.
Ihre Ankunft am Bostoner Flughafen am 23. um 11.30 Uhr sollte Ihnen genügend Zeit lassen, sich auszuruhen und auf Ihre Rede am 25. vorbereiten zu können. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Okay, können wir nicht mitnehmen. Was ist damit? Wir möchten Sie darüber informieren, dass zwei Männer am Flughafen Boston auf Ihre Ankunft warten. Wenn Sie Ihren Brief zeigen, werden Sie sie zum Hotel bringen. Dort können Sie sich ausruhen. Das Oakwood Hotel befindet sich in einem Vorort von Belmont. Dieses Hotel unterstützt uns schon seit langem bei der Organisation von Veranstaltungen. Ich hoffe, dass Sie mit dem Service zufrieden sein werden. Unsere Dankbarkeit lässt sich kaum in Worte fassen. Okay, steht Seite 2 von 2, aber kann man anscheinend nicht. So. Ich gehe erstmal noch woanders hin. Echt? Aua. Okay, ich habe jetzt einfach mal wahllos ein paar Tasten gedrückt, aber kein Thema. Texteinblendung, Werkzeugkiste. Das wurde anscheinend zerrissen, da fehlt ein Stück. Okay. Behalten wir mal. Wir müssen das wahrscheinlich damit irgendwas kombinieren, nehme ich mal an. Deliver to. Das ist eine Glühlampe, wollte ich nur mal gesagt haben. Okay, damit können wir vielleicht irgendwas aufbrechen oder so. Ah, die können wir anmachen. An oder aus? An oder aus? Das ist die Frage. Ja, und ein Code. Gut, ich verlasse das mal. Wir haben ja leider noch nicht genug Informationen, denke ich mal. Da ist auch nichts drin. Was haben wir hier? kann man das lesen? Ja. Zimmer 297, Stromversorgung. Sollte eine Störung der Steckdosen auftreten, muss die Stromversorgung sofort überprüft werden. Beachten Sie das folgende Schema. Im Fall eines Zwischenfalls kontaktieren Sie bitte so schnell wie möglich Ihren Vorgesetzten. Also, ich weiß nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat, aber ich schreibe mal Zimmer 297 auf. Weil ich habe ja mein schlaues Zettelchen, also schlaues Zettelchen, das ist Blanko, aber den behalten wir auch mal. Hallo? Ich möchte den gerne behalten. Ich kann den nur behalten, wenn ich raus bin. Okay. Da ist nichts drin. Ach, da ist auch noch was drin. Die 15. S-Bahn, der 15. S-Bahn-Kongress. 15. 15. Ist aber kein Code in dem Sinne. Ah, aber wir haben eine Glühlampe. Sehr schön. Dann können wir ja wohl hier auch die Glühlampe einsetzen. Ja, weiß ich, dass da keine Glühlampe drin ist. Deswegen möchte ich sie ja einsetzen. Haben wir sowas wie ein... Ah, wir haben ein Inventar mit I. Verwenden. Das war's. Jetzt sollte die Lampe funktionieren. Wunderbar. Sehr schön. Ich sehe aber trotzdem nicht viel mehr als vorher. Obwohl ich habe... Nee, die Tasche habe ich vorher auch schon gesehen. Da haben wir noch Bilder. Oh Mann. Ah, okay. Name Evgeny Leonov. Ja, das haben wir ja schon mal gelesen. Das behalten wir mal für alle Fälle. Müssen wir jetzt raus? Nanu, wo ist der Türknauf? Oh. Haben wir einen? Nee, ne? Wir haben keinen gefunden. Wenn jetzt irgendwas ankommt, hau ich das Wesen können wir das hier mal zumachen, weil sonst kann ich hier nicht wirklich viel sehen.
mit der Bibel. Eins drüber, wollte ich sagen. Science. Okay. Juli 1986. Juli 1986. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie ein Code sein könnte. ARP 230. Aber ich denke nicht, dass das ein Code sein wird. Verschmelzung zweier Galaxien. Moment, jetzt muss ich mal eben auf To, also F, FA, EFA. EFA. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber er hat es so eingekreist. EFA. Kann man das Ding irgendwie drehen oder so? Nee. Behalte ich definitiv mal. Und den Türknauf behalte ich auch. Aber bevor wir jetzt rausgehen, werde ich nochmal kurz gucken. Das sind Zahlen. Ich würde einfach mal sagen... Ach, das kann man so machen. Okay, ich würde einfach mal sagen, dass wir die Zimmernummer als erstes mal ausprobieren. 297 bestätigen. Ist es natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Dann gibt es noch 230. 230. Auch nicht. 1986 passt ja auch nicht. EFA. Na gut, das geht aber nur bis... Na gut, das geht nur bis 9. A, B, C, D, E wäre 5. Ich glaube zwar nicht, dass es so einfach ist, aber 5, 6 und... obwohl, naja, die 0. Das ist es auch nicht. Dann gehen wir mal alles eins zurück. Nee, natürlich nicht. Hätte ja klappen können. Ist nochmal wieder viel zu kompliziert gedacht. Aber naja, gut. Inventar. Wo haben wir den Türknauf? So, verwenden. Achso, ich muss nochmal draufdrücken. Der Türknauf ist immer noch lose. Ich brauche etwas, um ihn an der Tür festzuschrauben. Wollt ihr mich hier veräppeln? Ich denke mal nicht, dass der Kleiderbügel gemeint ist. Stück Papier, das können wir mit nichts kombinieren. Da können wir sonst auch nichts mehr. Town Hall, Beaumont. Rest kann ich nicht richtig lesen. Ist alles so dunkel. Uhr 23. Hat sich da eigentlich irgendwas an der Uhrzeit getan? 4:23. Ich probiere es mal einfach aus. Und ich schreibe es mir mal auf. 4:23. So, dann 4:23. Ja, hätte ja klappen können. Schade, schade. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wo ich jetzt hier 15. Ist ja alles schön und gut, aber... Ich sehe jetzt so auf Anhieb nichts. Gut, die Zahlen 6 und 5. Telefon, Zahlen 6 und 5. Die sind, tja. Besetzt. Also, es ist ein Hotel. Ich weiß, ich habe
absolut keine Ahnung, wie man das bei Hotels macht. Ich habe von da noch nie telefoniert. Muss man nicht die 0 wählen, um rauszukommen und dann die Zimmernummer? 0297 vielleicht? Anscheinend nicht. 00297. Also solange man mir hier keine Telefonnummer gibt, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich da noch machen sollte. Hier sehe ich sonst auch überhaupt gar nichts. Derjenige, der ja am Klopfen war, oder das, oder wie auch immer, scheint jetzt auch nichts mehr von mir zu wollen. Was ich irgendwie umso unheimlicher finde, wenn ich jetzt ehrlich bin. Achso, das ist jetzt wieder... Moment, kann man das? Man kann da nur reingucken, ne? Da stand kein Code drin. Wieso kann ich hier nicht drauf gucken? Aber da steht auch keine Zahl drin, so wie ich das sehe. Zum 9. alljährlichen Wissenschaftskongress. Bostoner Flughafen. 23. 25. 11.30 Uhr. Ist 11.30 Uhr vielleicht irgendwie... Ah ne, das sind ja nur zwei, ne? Das sind nur... also drei, nicht zwei. Das sind nur drei Zahlen. Bei dem Schloss. Ja, sehr schön. Ich kacke jetzt direkt schon am Anfang ab. Das ist doch wunderbar. Moment, hier kann man noch was... Ah, das habe ich nicht gesehen. Texteinblendung. Die Frage ist... Das muss ich wahrscheinlich dann gleich so kombinieren, ne? Was ist das? Room Power Batterie. Okay. Dann kann ich das hier nicht aufheben. Hm. Okay, dann gehen wir erstmal hier rein. Das kombinieren mit dem. Und einmal ansehen, bitte. 503. Ach mein Gott. Ernsthaft. 503. Ist das endlich des Rätsels Lösung? Ich schreibe es mir aber trotzdem mal kurz auf. 503. So, ich denke, es ist des Rätsels Lösung, ne? Nebenbei bemerkt. Ja, endlich. Endlich, endlich. Die können wir nicht nehmen. Aber den Schraubendreher können wir nehmen. Okay. Sehr schön. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich dachte, du machst das automatisch. Aber hier läuft irgendwie nichts automatisch so. Das war's. Jetzt sollte ich sie öffnen können. Ob das aber gut ist, weiß ich nicht. Ach, ich halte das nicht aus. Ich brauche meine Tabletten. Doch ich find's ganz lustig. Ich weiß, wir müssen die Tabletten jetzt nehmen, aber ich wollte mir das Ganze mal anschauen. Okay, nee, das war die Batterie. Wo sind unsere Tabletten denn? Ich kann sie nicht öffnen, ich sitze hier fest. Ja, toll. Sind das die Tabletten? Halt nicht. Tabletten! Einnehmen!
Oh. Ich wollte es eigentlich heller machen. Ich wollte es nicht noch dunkler machen. Aber ich hatte vergessen, dass wir da schon drauf geklickt haben. So, können wir die vielleicht noch mitnehmen? Leider nicht. Alle 8 Stunden. Das ist aber schon kein Antidepressiver mehr. Das ist schon hier hochleistungsfähiges Zeugs, ne? So wie es aussieht. Okay, Bandagen nehmen wir mit. Was ist das hier? Sterile Alkohol nehmen wir natürlich alles mit. Okay, wenn ihr auf den Sack hier. So. Da können wir nichts mehr machen. Also ich schätze mal, das ist vom Hotelzimmer der... Oh, Seife. Sehr schön. Die behalten wir natürlich. Hotelseife erstmal eingesteckt. Bodygel. Nehmen wir auch mit. Wir nehmen einfach alles mit, was wir hier finden. Das ist doch klar. Ich brauche einen Schlüssel oder ähnliches. Einen Schlüssel haben wir noch nicht gefunden, ne? Kriegen wir das auch mit einem Kleiderbügel hin? Ich weiß ja nicht. Ich kann sie nicht verwenden. Warum nicht? Klauen wir uns einfach mal das Klopapier, ne? Das kann ich nicht verwenden. Ach so, ja. Ich wollte das abbrechen. So. Ich wollte eigentlich da reingucken und das Klopapier klauen. Ja, dann nehmen wir halt die Zange mit. Ist mir auch okay. Ist mir auch okay. Voll das Deutsch. Okay. Schauen wir mal. Ich wollte gerade sagen, jetzt sag mir nicht, dass da ein Schlüssel drin liegt. Aber das war kein Schlüssel. Das war dann schon mal, falls ich hier das alles nicht mehr aushalte. Dann kann ich mit mir selber Schluss machen. Überraschung auf dem SPA-Kongress. Psychologin und Soziologin Irene Soidux ist wieder erwarten nicht zur Präsentation ihres neuen Buchs Mankind Analysis erschienen. Da viele renommierte Fachleute zugegen waren, war dies für alle eine große Überraschung. Der gesamte Kongress blieb und wartete gespannt auf Neuigkeiten über seine illustre französische Kollegin. Leider sind bislang keine Details über die Gründe für Frau Soidux Abwesenheit bekannt. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir irgendwie ein Massenmörder sind und wahnsinnig sind und die gute Frau umgebracht haben. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Wollt ihr mich veräppeln? Wollt ihr mich veräppeln und dann noch mit irgendwelchen Hieroglyphen, die so ein bisschen ähnlich aussehen? Naja, zumindest ein paar von denen. Wie Runen? Muss ich da irgendwas mit hinkriegen, oder? Tauschen? Ach so. Weiß ich nicht. Müssen wir die alle gleich machen? Müssen die leuchten? Müssen wir Tic-Tac-Toe damit spielen? Ich weiß es nicht. Also wenn das blau ist, dann funktionieren die anderen nicht, oder was? Hä? Die sind ja eigentlich alle blau. Ich habe jetzt auch keine... Gibt es da eine Vorlage für? Alter, ist das dein Ernst? Ich will lieber das Klopapier klauen, als mich mit sowas hier aufzuhalten. Oh. Komme ich jetzt immer noch nicht raus? Boah, ist das jetzt wirklich euer Ernst? Kleiderbügel. Da haben wir schon einen. Ich brauche einen Schlüssel oder was ähnliches. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir den Schlüssel jetzt vielleicht hier rauskriegen. Aber was soll das für ein Rätsel sein? Wir haben hier noch nicht mal ansatzweise... Ein Hinweis da drauf. Tizblock. Wenn ich die Tabletten jetzt absetzen könnte, dann da waren ja irgendwelche komischen Zeichen an der Wand. Was ist mit der Bibel? Die Bibel ist die Bibel. Ich würde die gerne öffnen.
Da sind doch auch schon mal Hieroglyphen oder so und was drin, oder? Verwenden. Genau. Wir verwenden die jetzt damit. Das kann ich nicht verwenden. Warum nicht? Eieieiei. Dokument. Was war das für ein Dokument? Stromversorgung. Sollte eine Störung der Steckdosen auftreten, muss die Stromversorgung sofort überprüft werden. Beachten Sie das folgende Schema. Minus. Im Fall eines Zwischenfalls kontaktieren Sie bitte so schnell wie möglich Ihren Vorgesetzten. Ja, toll. Und wie kontaktiere ich den? 100 Volt. Aber das sagt mir jetzt, das hilft mir ja gar nicht weiter. Plus, plus, ja, schön, alles gut, aber wie kriege ich den Vorgesetzten jetzt? Tagebuch, das war's, jetzt sollte ich sie öffnen können. Achso, das ist das, was wir quasi gesagt haben. Seife bringt uns vermutlich auch nicht weiter. Eine Zange vielleicht. Moment, die Zange könnten wir aber eventuell... Aber ich glaube nicht, dass wir das damit aufkriegen, ne? Nee. Kann ich damit nicht verwenden. Zeitschrift. Da war ja nur dieses komische EFA. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich bin jetzt hier komplett überfragt. Und jetzt weiß ich definitiv, dass die Leute, ich habe ja mal geguckt, wie lange es ungefähr dauert, das durchzuspielen, ob ich das in eine aufnehmen soll oder nicht. Ich weiß definitiv, dass die Leute, die das in einer Stunde hochgeladen haben, das vorher schon mal gespielt haben und genau wussten, was sie da taten. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, das ist nichts, wo man jetzt direkt drauf kommt, wie das funktionieren soll. Moment, löschen? Tauschen, löschen. Das quasi nur zurücksetzen, ja. Aber die Zeichen, die bringen mir überhaupt gar nichts hier. Plus, könnte ich mir jetzt noch vorstellen, dass das irgendwie damit zu tun hat, wegen dem Strom. Eigentlich alle richtig hier. Also, da ist doch jetzt auch nirgendwo der Strom ausgefallen. Ich kann nur angeblich nicht zurück. Der sagt mir jetzt auch nichts wirklich Neues. Kann ich auch nichts von benutzen. Ich möchte bitte meine Tabletten nochmal absetzen. Aber die Hieroglyphen da, die brachten mir wahrscheinlich auch nichts. Hier habe ich nur die Zange drin gefunden. Es ist auch so unheimlich dunkel, dass man auch gar nichts sieht hier. Das ist das Problem. Ja, ich weiß, Atmosphäre, bla bla bla. Die muss man aber nicht unbedingt, ach nee, das dreht sich nur. Die muss man nicht unbedingt damit hervorrufen, zwanghaft, dass man eben alles so dunkel macht, dass man nichts sieht. Den können wir auch mitnehmen. Sehr schön. Ich dachte, das reicht, wenn wir davon einen haben, aber anscheinend nicht. Kleiderbügel. Kombinieren vielleicht mit dem anderen? Geht nicht. Kombinieren. Kombinieren mit der Zange. Wir haben einen Dietrich. Ja! Okay.
Okay, geschafft. Sehr schön. Doch einfacher, als ich dachte. Ha. wir nehmen uns erstmal Room Power. Irgendeine Batterie, die nehmen wir uns mit. Und do not turn it on. It's safer here. Nicht einschalten. Hier ist es sicherer. Ach, du kannst mich mal. Wir machen den an. Nanu, was war das für ein Geräusch? Ich habe etwas im Schlafzimmer gehört. Was war das? Wie komme ich hier wieder raus? Ich bin mir nicht sicher, ob wir wieder zurückgehen sollten. Ab jetzt hasse ich dieses Spiel. Ich hoffe, ich kann nicht sterben. Was ist das denn? Der Rest ist so geblieben, ne? Nur mein Schrank hat sich irgendwie aufgelöst. Bin mir nicht sicher, ob das so gut ist, wenn wir den öffnen. Hallo? Wieso schließt die Tür sich wieder? Das ist ja doof. Also ich schätze, wenn wir durchgehen, sind wir gefangen. Das Problem ist wieder, man sieht nichts, wenn man durchgeht. Das nervt mich so tierisch. Gut. Kann mich auch nicht wirklich bewegen. Ach doch, jetzt. Ich brauche etwas. Set. Irgendetwas ist nicht richtig. Aha. Und wie soll ich das im Dunkeln finden? Ich sehe überhaupt nichts. Okay. Verschlossen. Was haben wir hier? Seit 2 Wochen vermisst. Irene Soydux wird seit ihrer Abwesenheit bei der Espa vor 2 Wochen noch immer vermisst. Selbst die, die ihr am nächsten stehen, wissen nicht, wo sie sich aufhält. Externe Quellen behaupten, die Psychologin gesehen zu haben, als sie das Flugzeug von Lyon verließ und das Uzais Hotel in Belgrad betrat. Ohne einen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort geht man vom Schlimmsten aus. Ja, wenn sie vermisst ist, ist das irgendwie logisch, ne? Dass man vom Schlimmsten ausgeht. Es wäre nur schön, wenn ich auch was sehen würde. Das ist leer. Auch verschlossen. Ist das ein Lichtschalter? Funktioniert nicht. Ja, war ja klar. Ich sehe hier nur wirklich gerade null. Ist das ein Lichtschalter? Hä? Wieso haben wir jetzt plötzlich hier hinten Licht? Und wieso geht es hier auf einmal weiter? Oakwood Hotel, Bereich A, Suiten, Notausgangplan für Zimmer 297. Das sind wir, ich habe es mir aufgeschrieben. Melden Sie Feuer sofort an der Rezeption. Verwenden Sie nicht die Aufzüge, erregen Sie vom Fenster aus Aufmerksamkeit. Schließen Sie beim Verlassen des Zimmers die Tür. Bleiben Sie ruhig, rennen Sie nicht, schreien Sie nicht. Gilt das auch, wenn Geister hinter uns her sind, dürfen wir dann auch nicht schreien? Sollte Ihre Kleidung in Brand geraten, rollen Sie sich auf den Boden, um die Flammen zu ersticken. Ja, kein Thema. Machen wir. Ich hoffe nur nicht, dass wir so weit kommen. Also, dass es so weit kommt, aber... Okay, da ist anscheinend nichts drin. Da können wir nochmal gucken. Ja, was haben wir denn hier? Wieder so ein Rätsel, was ich nicht verstehe. Ach, Moment. 1 Volt, 5 Volt, 20 Volt. 20 haben wir auf jeden Fall... Bin mir nicht sicher. Nee, doch, die funktioniert nicht, ne? Die. Wie kriege ich denn jetzt die andere da rein? Moment. Ist das die 20 Volt?
Das ist die 20 Volt, ja. Okay, verwenden. Mit der. Oder da drin. Okay, jetzt ist alles im Arsch. wieso kann ich die nicht mehr nehmen? Nein, ich will das nicht verlassen. Hallo. Ja, das ist ja doof. Jetzt habe ich die einmal reingesteckt. Jetzt kann ich die nicht mehr nehmen, oder was? Wir müssen zweimal die 5 Volt reinmachen, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß aber nicht, ob das 5 Volt sind. Nee, das ist 1 Volt Batterie. 5 Volt haben wir gar nicht, ne? Wo kriegen wir jetzt eine 5 Volt Batterie her? Wobei wir die, glaube ich, alle einmal anwenden müssen, wenn ich das richtig sehe. So, die sind drin. Ob uns das was bringt, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, die in der Mitte, also die 5 Volt, die müssen wir auf jeden Fall reinmachen. Können wir nur gerade nicht, weil wir keine haben. Ich gucke zur Sicherheit nochmal nach, wenn, dass ich nicht in meinen üblichen Waren was übersehen habe. Aber nein, habe ich nicht. Rot, blau, gelb. Rot, blau, gelb. Was soll das sein? Rot, blau, gelb. Okay. Rot, blau, gelb. Habe ich mir jetzt aufgeschrieben, auch wenn ich keine Ahnung habe, wofür das jetzt genau sein soll. Ach, ja. So viel dann dazu. Das ist bestimmt, ja, natürlich ist es die 5-Volt-Batterie. So viel dann dazu, dass ich keine Ahnung habe, wo wir die 5-Volt-Batterie herbekommen. Sehr schön. Okay, dann nehmen wir die, verwenden und zack. Das Problem ist, die müssen raus. Achso, damit vertausche ich die jetzt nur, oder was? Oh, nee, ne, ist nicht euer Ernst hier. Wie kriege ich die denn jetzt wieder da raus? Ich will die entfernen. Ich hätte die gar nicht reintun sollen. Aber wieso kriege ich die hier nicht mehr raus? Das ist doch doof. Die Lämmchen kann man natürlich nirgendwo draufklicken, das ist klar. Och, Leute, ernsthaft. Ja, ich weiß, dass ich zwei von denen hier reinmachen muss. Wobei hier oben ja eigentlich auch drin stand, dass zwei drin sein müssen. Deswegen. Nur warum ist das rot? Normalerweise müsste das doch jetzt eigentlich funktionieren. Scheint keinen Strom zu haben. Hier kann ich mich nicht bewegen. Ich hoffe, dass ich das bin und dass das ein Spiegel ist. Eieiei. Wie war das jetzt? Z und X. Oh, da muss ich ja hier komplett rüber greifen. Irgendwas ist nicht richtig. Ja, das ist mir schon klar. Ach, Leute. Ich dachte da... Oh, was war denn das? Ich behalte das mal. Ich konnte nur leider nicht lesen, was da jetzt stand. Das war so schnell weg. Ich brauche etwas. Wofür brauchst du denn etwas? Vor allen Dingen im Dunkeln zu suchen. Das ist zwar nicht gruselig, aber das ist ziemlich ätzend. Da hinten bewegt sich zwar alles. Und hier ist auch noch mal irgendwas im Dunkeln. Wo ich aber nichts von anklicken kann. Das scheint mir hier irgendwie eine Lampe oder so zu sein. Keine Ahnung.
Ich sehe auch wirklich null. Vor allen Dingen reflektiert jetzt mein Bildschirm auch noch so blöd. Ach, da ist anscheinend irgendwie ein Gitter dazwischen oder sowas. Leute, ist das euer Ernst hier? Man sieht ja gar nichts. Eine Tür? Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Da liegt noch was. Sehr geehrter Dr. Linhoff, willkommen im Oakwood Hotel. Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen und hoffen, dass Sie einen erfolgreichen und angenehmen Aufenthalt haben. Sollten Sie irgendwas benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns über das Hoteltelefon zu kontaktieren. Dann sagt mir doch endlich diese blöde Nummer. Hochachtungsvoll, Frank Baumann, Geschäftsführer. Normalerweise ist in jedem Hotel so ein Heftchen, wo dann auch eine Nummer drinsteht. Beziehungsweise wo dann auch was drin... Achso, das war das, was wir gerade gelesen hatten. Bin ich denn jetzt? Ich habe immer noch keinen Strom und hier kann ich nichts machen. Ich meine, mir ist schon klar, dass das hiermit zu tun hat. Das Problem ist nur... Kommen wir da hin? Auch von der anderen Seite verschlossen. Das Problem ist nur, dass wir diese blöden Batterien nicht rauskriegen. Und auch sonst nichts anderes halt machen können. Es ist ja schön, wenn man hier... Mal zwei. Hätte natürlich auch sein können, dass man jetzt irgendwie fünf machen muss oder so. Oder es ist jetzt wirklich total verbuggt dadurch, dass ich jetzt die anderen auch reingetan habe. Das kann natürlich auch sein. Das wäre jetzt wirklich Mist. Bin ich ganz ehrlich. Rasiermesser, Shampoo, Körpergel, Alkohol, Seife, Türschild. Was ist denn mit dem Türschild? Do not disturb. Ja, schön. Verwenden kann man das nicht wirklich. Umschlag, leere Feuerzeug. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man das hierbei verwendet, aber... Er hat nichts dagegen, aber er macht es auch nicht. Kann man das vielleicht damit verwenden, um das wieder rauszukriegen hier? Auch nicht. So, Rasiermesser. Na, dann ist es wieder drin. Hm. Ach, das ist doch doof. Da fällt mir auf, die Zange ist jetzt übrigens weg. Shampoo. Kann man das Shampoo irgendwie hiermit verwenden? Nee, ne? Ich meine, es wäre auch Blödsinn, aber sind wir mal ehrlich, ich weiß sonst nicht, was ich hier machen soll. Ich habe halt wirklich das Gefühl, dass das verbuggt ist hier. Dadurch, dass ich das reingesteckt habe mit dem Mal 2. Und das wäre jetzt wirklich, wirklich schade. Reiseinformationen, Pflaster. Können wir die Pflaster da drauf verwenden irgendwie? Meckern tut er auch nicht, aber... Alkohol. Das kann ich nicht verwenden. Na, immerhin sagt er hier mal was. Tja. Notizblock, das ist ja eigentlich schon abgeschlossen. Was ist mit dem... Das ist leer. Kann ich auch nicht damit verwenden, logischerweise. Ja, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Also ich denke wirklich, dass das damit zu tun hat,
dass wir nicht weiterkommen. Achso, das war die Sache mit dem Verschlossen. Weil wir halt, ja. Weil wir halt die Dinger da reingeschoben haben. Das hier kann ich mir auch noch nicht vorstellen, was das eigentlich darstellen soll. Ich denke mal, die Dinger müssen rumgedreht werden, dass sie nach oben gehen. Will der aber nicht wirklich. Irgendwas ist nicht richtig. Ich habe keine Ahnung. Ich brauche etwas. Ja, was braucht er denn? Ich habe doch keine Ahnung. Kleiderbügel vielleicht. Kann ich nicht verwenden. Rasiermesser. Auch nicht. Shampoo. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht braucht er irgendwie ein Magnet oder sowas. Aber das haben wir natürlich nicht. Reiseinformationen. Die Kleiderbügel sind ja alle gleich, ne? Türschild. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht verwenden. Seife. Ich meine, so langsam wird es lächerlich. Das ist klar, aber... Pflaster vielleicht, weil er irgendwas festkleben will. Keine Ahnung. Och, Junge, sag mir doch einfach, was du verwenden möchtest. Zigarettenschachtel, denke ich mal, werde ich auch nicht verwenden können, ne? Leeres Feuerzeug kann man ja für gar nichts verwenden. Also, was möchtest du verwenden? Ich habe absolut keine Ahnung. So, das ist da oben immer am Leuchten. Ich dachte schon. Aber das hat mit denen zu tun. Oder muss ich das eine umschalten für die drei Farben da? Dann ist nur das Licht hier halt aus. Rot, blau, gelb. Das ändert hier aber nichts dran, oder? Irgendwas ist nicht richtig, ja. Nö, das ist es nicht. Jetzt komme ich nicht mehr zum Schalter, oder war das der hier hinten? Nee. Das war der, aber jetzt komme ich da nicht mehr hin. Ist das euer Ernst? Ah, jetzt. Frage ist, was können wir machen? Oder gibt es irgendeine Möglichkeit, das jetzt hier wieder rauszukriegen vielleicht? Tja. Hä, Moment mal. Hatten wir das vorhin auch, dass da eins, also mal eins, mal zwei, mal drei drin stand? Oder hat sich das jetzt verändert? Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt eben auch die Rollladen ein bisschen runtergemacht. Vielleicht habe ich es auch deswegen jetzt nicht richtig gesehen, weil es halt sehr, sehr, sehr dunkel ist. Aber ich weiß auch nicht, was das bedeuten soll. Mal eins, mal zwei, mal drei. Hat das irgendwas? Es muss doch auch irgendeine Bewandtnis haben. Dass man die Dinger hier miteinander tauschen kann. Ihr wollt mich jetzt verarschen, oder? Ihr wollt mich jetzt verarschen? Hä? Okay, hier ist es aber trotzdem noch so dunkel, trotz Rollladen. Ah, aber dafür sehen wir den Raum. Wir müssen nicht überall hängen bleiben. Sehr schön. Was ist das hier? Eieieiei, das hat jetzt aber lange gedauert. Das ist ein Zeichen mit einer Haselnuss drauf. Behalten wir mal einfach den Teller mit der Haselnuss. Könnte man nicht hinten auch noch Licht machen, aber das ist wahrscheinlich nur für den Bereich hinten, obwohl da... Das sind auch nochmal Neonröhren. Ne, ist aber nur für den Bereich hier. Okay. Boah, aber wenigstens sehen wir jetzt endlich mal was. Dann kann man auch mal gucken. Was haben wir denn hier?
Arzt, Datum von bis. Keine Ahnung, ob wir das jemals brauchen. 25.10.86 und 0381219 53. Wie gesagt, ich schreibe mir immer alle Codes auf, die ich finde, auch wenn sie wahrscheinlich noch so unwahrscheinlich sind, dass man die jetzt mal benutzen muss. 24. Oktober. 24.10. hätten wir sonst auch noch. So, hallo Evgueni, deine momentane Dosis Fluoxetin sollte am 24. Oktober enden. Haltet mich jetzt für doof, aber ich meine, das wäre doch ein Mittel gegen, also von der Psychiatrie hier gegen Halluzinationen, oder? Oder vertue ich mich jetzt da? Zu diesem Zeitpunkt wirst du bereits in Boston sein, weshalb ich ein neues Rezept vorbereitet habe, damit die Sekretäre des Kongresses dir am 25. eine neue Dosis bringen können. Du weißt, dass ich dir nicht mehr Dosen geben kann, als du zu einer bestimmten Zeit brauchst. Wir können es nicht riskieren, uns in eine gefährliche Situation zu begeben, so wie letztes Mal. Okay, gute Reise, dein Arzt. Ja. Gefährliche. So. Diese Falltür ist verschlossen. Okay. Gefährliche Situation in Bezug worauf? Habe ich den angegriffen oder so? Ist das überhaupt an mich gerichtet? Aber ich denke mal schon. Es geht ja um die Tabletten. Was ist hiermit? Ich glaube nicht, dass ich gerade Zeit für Musik habe. Nee, aus lizenzrechtlichen Gründen dürfen wir eigentlich auch keine hören. Ich dachte nur, dass man hier vielleicht irgendwas machen kann. Kaputt? Gut. Ja, aber man kann was öffnen. So, behalten. Was ist das hier? Steht doch was? We Science. Da ist ein Loch. Okay. Das Ding sieht komisch aus. Das behalte ich auf jeden Fall. Ja, ist ja gut. Das sind Boxen. Ah, hier ist nochmal Licht. Sehr schön. Was ist das hier? Scheint, als würde hier etwas reinpassen. Der Ring vielleicht, dieser Armreif. Ist doch ein Ring. Kann das nicht verwenden. Sicher? Na gut. Dann halt nicht. Was soll das? Keine Ahnung. Okay, also das ist. Ja. Ein besserer Briefbeschwerer, aber nehmen wir mit. Die Kurbel scheint zu fehlen. Weiß ich nicht, ob wir die suchen müssen oder ob wir die vielleicht mit so einem Dings hier machen können. Ah, okay. Ein Kreis mit einem Dreieck. Okay. Ein Kreis mit einem Dreieck. Das ist unten links. Das Ventil machen wir da rein. Sehr schön. Jetzt kommt die Sache ein bisschen ins Rollen. Dafür geht meine Stimme mittlerweile flöten. Oakwood. Behalten wir auch mal. Vielleicht können wir damit einen überbraten oder so. Sehr geehrter Dr. Leonov, willkommen im Oakwood Hotel. Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen und hoffen, dass Sie einen erfolgreichen und angenehmen Aufenthalt haben. Sollten Sie irgendwas benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns über das Hotel-Telefonbuch zu kontaktieren. Hochachtungsvoll, Frank Bowman, Geschäftsführer. Dann sagt mir doch endlich diese Scheißnummer, Mann. Kann man hier irgendwas machen? Nee. Immer noch von der anderen Seite verschlossen. Gut, dann gucken wir hier nochmal weiter. Hier ist noch was zum Öffnen.
Wissenschaftskongress, Zeitplan. Okay, bringt uns jetzt nicht viel, nehme ich mal an. Da haben wir schon wieder dieses Zeichen mit der Haselnuss. Das wäre hier überall. Ach so, Moment. Haha. Das Zeichen mit der Haselnuss. Moment. War das nicht hier? Oder hatten wir was damit aufgenommen? Ach nee, das war der Teller. Ja, das war der Teller. Och, ich dachte gerade, da bewegt sich was, aber das ist der Ventilator. Müssen wir hier nochmal... Nee, ich dachte schon, dass man hier vielleicht wieder so ein leuchtendes Bild hat oder sowas. Aber nein. Okay. Nein! Da steht eine Nummer drin. Also beziehungsweise stehen ganz viele Nummern drin. Wegdienst, Zimmerservice, Telefonist, international, bla bla bla. Die Frage ist, was davon wäre jetzt für uns interessant? Ruf ihn an. 48 151. Zimmer zu Zimmer. Ortsgespräch. Zimmerservice. Oh mein Gott, ich brauche ein zweites Blatt. Also, wir haben 4-mal die 0, 3-mal die 0. Dann haben wir 01, 3-mal die 0. Zimmerservice ist 02 und die, was haben wir, 279, glaube ich, ne? Jetzt muss ich nochmal gucken. 297, so. Dann Wegdienst wäre 03, 297. Wen soll ich immer anrufen? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht mehr sicher. Dann haben wir die 42606 fürs Café, was ich wahrscheinlich nicht anrufen soll. Ortsgespräch und Telefonnummer 09 und Fragezeichen ist Ortsgespräch. Das Problem ist, naja, da haben wir jetzt keine wirkliche Nummer für. Zimmer zu Zimmer ist 08 und, ja, und Zimmernummer. Frage ist nur, können wir jemand anderen erreichen? Das weiß ich nicht. Ruf ihn an. Ist 48151. Das werden wir dann doch mal probieren. So, das behalten wir. Ich darf es wieder nicht behalten. Ich darf es nur so behalten. So. Oh mein Gott. Aber das musste ich mir jetzt alles aufschreiben, weil ich probiere das jetzt alles aus. Ich muss das alles ausprobieren. Wir haben die ganze Zeit keine Telefonnummer bekommen. B-E-N. Okay. Moment, das erste war E-F-A. Und dann B-E-N. Das ist das nächste, was wir rausgefunden haben. Behalten wir natürlich auch. Der zeigt nur Schnee an. Im Moment zumindest, man weiß es nicht. Ach, das Ding haben wir gesehen. Es war tatsächlich eine Lampe. Können wir die nehmen? Not lucky. Ja. Die nehmen wir mal mit. Auch wenn ich das nicht gut finde, dass wir jetzt hier die Zigaretten einsammeln. Ich kenne einen, ja, eigentlich Horrorfilm. Ach, uns fehlen immer noch die zwei Schalter, ne? Eigentlich Horrorfilm, wo der Typ gestorben ist wegen der Zigarette, die er geraucht hat. Weil die war irgendwie vergiftet mit irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Immer noch von der anderen Seite verschlossen. Ah, Moment, hier haben wir nochmal so einen Ring. Nochmal? Müssen wir die miteinander kombinieren? Jetzt ist es hier so dunkel. Ich kann nicht sehen, ob da was drin steht. Aber doch da steht das Gleiche drin, wenn ich das richtig gesehen habe. We Science. Frage ist, können wir die beide vielleicht kombinieren und dann da reinstecken? So, mal kombinieren mit dem. Ja, das funktioniert schon mal.
Und das hier drin verwenden, das geht nicht. Schade. Hätte ja klappen können. Okay. Diese Falltür ist verschlossen. Was soll denn das heißen? Können wir eigentlich nochmal zurück? Ich bin mir nicht sicher. Doch, wir können nochmal zurück. Aber bringt uns das was? Wir haben jetzt hier nichts. Ach so, doch, zum Telefon können wir auch nochmal. Genau. Was hatte ich gesagt? Ich weiß nicht, ob ich davor was wählen muss. Moment, 48... 151. Dr. Leonov, the table trapdoor is now open. Please, proceed. Hä? Wie jetzt? Ernsthaft? Okay. Ach, das Ding hat sich jetzt auch runtergefahren hier. Das ist... da ist kein Film. Ach, ihr könnt mich doch alle mal. Haben wir nicht am Anfang... Nee, wir haben nur Batterien gefunden, glaube ich. Ne, kein Film. Alkoholteller. Ach, Moment. Nee, das war eine Schallplatte. Aber die können wir nicht verwenden. Nehme ich mal stark an. Ja, es ist kein Film drin. In dem Ding. Es ist interessant, aber ich verzweifle auch gerade ein bisschen. Immer wenn man denkt, es geht weiter. Dann kommt das nächste, was hier, ja. Vielleicht können wir, ich probiere das mal. Moment. Schallplatte verwenden. Da drin. Das funktioniert. Und wir machen es an. Also da kam jetzt Musik, die werde ich aber wohl rausgeschnitten haben, aus lizenzrechtlichen Gründen. Aber wir haben eine Errungenschaft bekommen, dafür, dass wir die Platte reingetan haben, immerhin. Das habt ihr jetzt, glaube ich, nicht gesehen wegen dem Overlay, also weil, wie heißt es jetzt, OBS diese Overlays nicht aufnimmt. Manual Activation. Ja, aber wo? Es geht nach rechts rüber. Und dann eigentlich hier rein. Die Kurbel scheint zu fehlen. Naja, das kann man jetzt schlecht dafür benutzen, nehme ich mal an. Die Ringe kann man auch nicht da rein tun. Ja, aber die eine Kurbel, die passt perfekt da hinten rein. Das kann es nicht sein. Kann ich die denn schon benutzen? Das ist jetzt natürlich die Frage. Irgendwas scheint nicht richtig. Ja, anscheinend muss man die tatsächlich alle... Oder ich brauche die tatsächlich, aber das glaube ich nicht, weil die habe ich ja jetzt da reinstecken können. Und das ist auch eine runde Kurbel. Da war sonst auch nichts mehr. So. Leuchtet das hier irgendwas? Nee, ne? Es war doch gerade wie ein Gesicht da drin, oder nicht? Hilft mir aber nicht wirklich weiter. Ja,
wo finde ich jetzt etwas, was mir hierbei weiterhilft? Oh, Moment. Das haben wir im Dunkeln gar nicht sehen können. Das ist ein Rechteck. Geil, das nehme ich schon mal mit. Das sieht nicht aus wie ein Hotelzimmer, nicht wahr? Ja, nicht so wirklich, ne? Hier oben? Nein, das wollte ich nicht anklicken. Okay. Also ein Dreieck. Das Problem ist, dann haben wir immer noch nicht das letzte. Dreieck, das wäre dann unten rechts. Nochmal verwenden. Zack. Ja, ich weiß, weil die nicht alle drin sind wahrscheinlich, nehme ich mal an. So, da gucken wir jetzt nochmal kurz rein. Nicht, dass wir irgendwas übersehen haben im Dunkeln oder so. Das hatten wir aber auch. Da ist schon das Glas gesprungen. Ach so, das ist die, ja, ja. Mach die mal zu hier, sonst kommen wir gar nicht durch. Was ist denn hier? Die ist offen. Okay. Huch, nein, halt, stopp. Das wollte ich doch gar nicht. Mach das auch wieder auf. Hier ist aber keine Kurbel oder sowas mehr drin, ne? Kaputt. Kann man das nicht mit irgendeinem Werkzeug oder so? Ein Kleiderbügel, keine Ahnung. Oder vielleicht mit Rasiermesser. Ja, sonst haben wir ja nichts, ne? Einen anderen Kleiderbügel haben wir noch, haha. Also das hier muss irgendwas bedeuten. Ich bin mir aber nicht genau sicher, was. Da brauchen wir noch die Kurbel für. Ja, das sind nur Flicken hier. Aber wir haben hier schon alles angeguckt. Das mit dem Fernseher finde ich ein bisschen komisch, aber da passiert halt nichts. Oder muss ich den vielleicht anmachen, das Licht ausmachen oder so? Jetzt kann ich auf jeden Fall das Gesicht besser sehen. Aber das flackert nur kurz auf. Jetzt flackert der nach unten. Bringt uns nicht viel, ne? Jetzt ist das Gesicht wieder drin. Ich denke mal, das soll nur so ein so ein Horrorelement oder sowas sein. Keine Ahnung. Ich mache mir jetzt hier voll den Kopf darüber, warum da ein Gesicht drin ist. das ist immer noch verschlossen. Ja, vielleicht müssen wir auch noch jemanden anrufen oder so. Ich weiß es nicht. Wir hatten ja eigentlich mehrere Nummern, ne? Zimmerservice vielleicht. Das war 02297. Zum anderen Zimmer durch, oder zu meinem, könnten wir auch mal ausprobieren. Ich weiß nicht. Es funktioniert natürlich nicht. Wegdienst, Café bringt wahrscheinlich auch nicht wirklich was. Ich denke mal, das ist tatsächlich nur das Einzige, was wir da machen können. Aber ich probiere trotzdem noch die letzten beiden aus, wo man durchwählen könnte.
unten 0, 1, dreimal die 0. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Somebody there. Okay. Ja. Also es war auf jeden Fall gut, dass wir nochmal versucht haben zu telefonieren. Hat uns zwar in dem Sinne nicht wirklich weitergeholfen. Aber, jetzt können wir die Schrauben aber trotzdem immer noch nicht nehmen, ne? Nee. Achso, das waren die beiden Sachen, okay. Hat uns nicht wirklich weitergeholfen, aber wir haben eine Errungenschaft bekommen. Das ist auch schon mal was Schönes. Ja. Ich hatte jetzt gedacht, vielleicht hilft mir das ein bisschen weiter, in dieses Zimmer nochmal zurückzugehen, aber... Das durften wir ja auch nicht nehmen, zum Beispiel. Dürfen wir aber immer noch nicht nehmen. Hm. Ist übrigens immer noch 4.23 Uhr nebenbei bemerkt. Morgen früh neue Tabletten. Ach, guck mal. Das können wir auch anmachen. Haben wir da auch eine Zigarette, die wir nehmen können? Okay, wir haben schon zwei Zigaretten. Also falls wir irgendwie, falls es ungemütlich wird, dann können wir auf jeden Fall Zigaretten anzünden mit einem Feuerzeug, was wir nicht benutzen können. Da waren wir auch dran, ne? Was ist denn mit dem Bett? Das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Tja. Ich denke, dass es irgendwas hier in einem Zimmer sein muss. Moment, wieso ist jetzt hier das Licht wieder ausgegangen? Hä? Geht das hier aus, wenn man hinten das Licht anmacht oder was? Was ist das denn? Ja, da ist kein Film. Das ist alles klar, aber... Wo kriege ich dann den Film her? Das ist die Frage. Verschlossen, verschlossen. Unten die beiden, denke ich mir mal, gehen erst auf, wenn wir das hier gemacht haben. Die Frage ist halt nur, wo kriegen wir hier das letzte von her? Naja, also ich weiß absolut nicht weiter. Ich weiß auch nicht, müssen wir die alle in diesen Raum finden? Also die Sicherung. Ich meine, wir haben hier auch schon alles nachgeguckt, ne? Da ist keine drin. Da war auch keine drin. Die Schubladen haben wir auch alles nachgeguckt. Warum ist das jetzt eigentlich so dunkel auf einmal? Da war auch nichts mehr drin. Hm. Da können wir auf jeden Fall auch nichts Neues mehr anklicken. Ich wollte gerade sagen, das ist nur, um die Lampe an- und auszumachen, nicht um die auf blau umzustellen oder sowas, ne? Ah, Moment, was ist das? Ein Bleistift. Okay. Ja. Das ist doch cool. Was? Nein, wollt ihr mich verarschen? Das ist nicht euer Ernst. Das ist jetzt wirklich nicht euer Ernst. Haben wir die tatsächlich... Haben wir da noch was anderes übersehen hier? Den Koffer, den können wir nicht öffnen, oder? Nee. Oh, das ist wirklich nicht euer Ernst. Moment, dann... Gehen wir nochmal dahin. Gucken nochmal. Das ist ja neu. Hier. Boah, das ist echt nicht euer Ernst. Leute, ganz ehrlich. Jetzt kann ich meinen Mauszeiger nicht mehr finden. Hallo? Wieso drehen sich direkt mehrere?
Also ich kann den Mauszeiger irgendwie nur links, rechts im Bild bewegen, aber nicht in meinem eigentlichen Bild. Das ist ein bisschen, also rechts, links im Bildschirm. Das ist ein bisschen seltsam jetzt bei mir. Wieso kann ich den linken nicht bewegen? Ach so, Moment. Ich kann aber mit. Ah, ja. Okay, damit kann ich aber... Moment, den lassen wir so. Oder machen wir den so? Moment. Und dann? Wieso zieht der jetzt den linken plötzlich mit, hä? Okay, der müsste theoretisch eins weiter nach links. Das ist nicht links. So. So. Und dann... Nein, andersrum. Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Wieso geht der jetzt anders, als der eben ging? Hä? Oh Gott, ich hasse solche Dinger, ganz ehrlich. Oh nee, Leute. Ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch. Jetzt bewegt sich der oben wieder gar nicht mehr. Jetzt steht der wieder ganz falsch, war ja klar. Sieht er den wieder falsch? Oh, Leute. Das ist für mich auch nicht wirklich nach irgendeiner Logik oder so. Ja, natürlich. Das Problem ist halt, ich kann den auch nicht wieder rausziehen. Sonst würde ich den rausziehen. Obwohl, es geht ja auch nicht, weil das wird ja erst aktiviert, wenn er tatsächlich drin ist. Die sind jetzt gleich. Das ist ja toll. So, ich mache jetzt einfach mal... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach mal so, wie es falsch ist. Moment, den kann ich aber um 1 jetzt vorstellen. So, der steht jetzt zumindest schon mal auf dem Ganzen. So, der zieht den jetzt wieder komplett falsch mit, war klar. Dann steht der auf halb. Das hatten wir ja schon mal. Zieht der dem wieder so scheiße? Oh, Leute. Also der unten geht in einer Schritten, wenn ich den drehe. Dann geht der oben auch in einer Schritten mit. Wenn ich den unten rechts drehe, dann geht der unten links in zweier Schritten. Also einer, zweier. Und der ist irgendwie mal lustig, mal den rechten am Bewegen und mal den linken am Bewegen, habe ich so das Gefühl. Boah! Echt jetzt? Oh. Da scheint sich was... Ja, hier, das hat sich jetzt geöffnet wahrscheinlich. Ich habe den Film, ich habe den Film. Oh mein Gott. Anweisung der Aufsicht an Zimmeraufsicht 1, 313. Um Zimmer 297 vorzubereiten, muss der Zustand jedes Winkels überprüft werden. Aha. Dieser Orientierungsfilm vermittelt Ihnen Informationen über dieses Zimmer und was es enthält. Bitte stellen Sie sicher, dass die Falltür geöffnet ist, damit Sie den Projektor öffnen können. Ja toll, das war ja das Einfachere, sage ich mal. Fragen Sie Ihren Vorgesetzten nach dem Öffnungscode. Ach so, das war jetzt, um ihn anzurufen wahrscheinlich. Nachdem Sie die Inspektion abgeschlossen haben, legen Sie den Film bitte in den Container außerhalb des Aufsichtsarenal A. Sollten Sie etwas Ungewöhnliches entdecken, kontaktieren Sie bitte so bald wie möglich die Aufsichtszentrale. Das schreibe ich mir mal eben mit rein. Und zwar ist das die 01138. Aufsichtszentrale. Und es gibt noch den Qualitätsaufseher mit der 028.
Wahrscheinlich mit der 01 davor, aber da bin ich mir nicht sicher. Okay, dann haben wir schon mal zwei neue Sachen, die wir theoretischerweise nutzen können. Was ist hiermit? Turn them off and look. Echt jetzt? Ja, aber die waren doch. Achso, nee, rot. Moment, können wir da? Ja, ja, grün, blau. Wo habe ich das aufgeschrieben, welche Farben das waren? Moment. Rot, blau, gelb war das. Rot und dann hier blau. Und hier gelb. Rot, blau, gelb. Keine Ahnung, ob uns das irgendwie weiterhilft. Dabei auf jeden Fall nicht. Das ist immer noch verschlossen. Ja, keine Ahnung, ob uns das weiterhilft, aber ich werde erstmal den Film einlegen. Ich bin jetzt... Ja, 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 ich weiß. Ich bin so happy, dass ich den Film jetzt erstmal gefunden habe. So, verwenden. Schauen wir mal. Genau. Jetzt bin ich echt gespannt, ob uns das überhaupt irgendwie weiterhilft. DNA. Dieser Raum. Okay. Ja. Da wäre dann die Lösung zu dem, was wir schon gemacht haben. DNA. H gleich zweimal nach links. Soll uns das jetzt irgendwie weiterhelfen? Ich kann das mal aufzeichnen, aber... Links, links, Punkt. Ich habe aber keine Ahnung, ob uns das irgendwie weiterbringt, ehrlich gesagt. Dann so, dann so. So, Punkt und so, Punkt. Ja, aufgeschrieben habe ich es, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet oder wie uns das weiterhelfen soll. Das sind wir, ja. Ich wollte gerade sagen. Also da unten haben wir die Farben, die wir vorher hatten. Rot, blau, gelb. Die Frage ist jetzt, wonach suchen wir jetzt? Und was sind das da oben für komische Zeichen? Ich habe absolut sowas von keine Ahnung. Hat das mit dem Fernseher irgendwie zu tun? Nee, da tut sich immer noch nichts Neues. Das hat sich auch nicht geändert. Das sieht eigentlich auch alles aus wie immer. Ich gehe mal ins Bad. Halt doch die Klappe, du musst dich doch nicht immer wieder resetten. Zurücksetzen, so. Das sieht so ein bisschen... Ja, aber die anderen Zeichen sehen nicht danach aus. H gleich... Zweimal so ein Pfeil nach links und ein Punkt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Aber wir hatten ja noch was zum Anrufen. Das können wir erstmal versuchen. Also, das habe ich jetzt auf der Rückseite. Und zwar ist das die 011385 für ein Aufsichtszentrum. Dr. Leonov, please. You shouldn't be dialing this number. Take your pills and get back to bed. Do not call here again. Oh, hallöchen. Okay.
Da sind noch mal Pillen drin, oder wie? HN. Bringt uns das irgendwie weiter? Also ich schreibe mal eben die E503 auf. Oh! Okay. Habe ich jetzt ein vorzeitiges Ende gefunden, oder? Hallöchen. Das verwirrt mich jetzt ein wenig. Das verwirrt mich jetzt ein wenig sehr stark. Zumal wir jetzt die Rätsel da auch noch nicht ganz gelöst haben. Sind das nicht die Sachen, die wir gesehen hatten hier? 5 Volt? Ja doch. Aber wie kommen wir jetzt hier raus? Hä? Ja klar, das ist hier dieses... Da liegt auch nochmal eine, aber nichts davon kann ich nehmen. Ich kann ja schon gar nichts nehmen. Das habe ich vorhin gesehen. Leute, benötigen Sie etwas? Ja. Mein Inventar zum Beispiel? Hä? Hätte ich die Pillen nicht nehmen sollen? Oder was ist das hier für ein Mist? Spiel, was machst du hier mit mir? Was ist das für Quatsch? Weil ich kann hier nichts machen. Das ist halt das Problem. Ich kann hier nichts anklicken, nichts öffnen. Hier sind halt die Sachen, die ich kenne vom Spiel. Hä? Oh. Okay, das ist eine Tür. Ich bin verwirrt. Ich bin jetzt wirklich maximal verwirrt gerade. Das sind halt die ganzen Sachen, die wir so aus dem Spiel jetzt eben mitgenommen haben, sozusagen. Aber ich drehe mich jetzt quasi immer im Kreis. Obwohl, nee, nicht ganz, ne? Es ist so ein bisschen labyrinthartig, glaube ich, aufgebaut. Und jetzt bin ich wieder hier. Ja, geil. Darf ich aber auch mal die andere Tür öffnen, okay? Gibt's hier auch Türen zwischendurch? Scheinbar nicht. Wenn ich die andere Tür öffne, bin ich wieder hier. Ja! Hä? Was ist das bitte für ein Quatsch? Zwischendurch draufdrücken kann ich auch nicht, aber dann komme ich ja gleich wieder in irgendein Zimmer, wo ich schon drin war. Oder ich laufe jetzt endlos lange hier im Gang entlang. Das kann natürlich auch sein. Ist das, weil ich jetzt hier drücke oder warum? Ich habe keine Ahnung. Ich finde den Ausgang gerade nicht. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Vielleicht sollte ich hier auch mal die linke Tür nehmen. Verwirrt mich wirklich maximal. Also vor allen Dingen ist das sehr unlogisch alles jetzt im Moment. Jetzt bin ich wieder am Anfang, obwohl ich jetzt wieder was geändert habe, hä? Und ich kann immer noch nichts anklicken. Ja, ganz ehrlich, ich begreife es nicht.
wo jetzt der Sinn dahinter liegt. Also ich nehme mal an, dass wir die Tabletten nehmen mussten. Es kann natürlich auch sein, dass wir die Wahl gehabt hätten, sie nicht zu nehmen. Aber ich dachte, es hat sich ja nichts getan. Also nehme ich mal die Tabletten. Ja, egal, ob ich rechts rumgehe oder ob ich links rumgehe. Das ist halt immer das Gleiche, wo wir dann auskommen, ne? Sind wir wieder hier? Wo ich ebenfalls wieder nichts machen kann? Ne, das sah jetzt gerade nur so aus vom Hin- und Herbewegen wahrscheinlich. Kriege ich eine Errungenschaft, wenn ich jetzt 20 Mal hin und her gelaufen bin, oder? Ich habe keine Ahnung. Ah, Moment. Jetzt bin ich den gleichen Weg wie ganz am Anfang gegangen. Und jetzt bin ich in einem anderen Raum. Wer ist diese Frau? Also ich nehme an, das ist eine Frau. Na, Frage ist jetzt, muss ich jetzt wieder links oder rechts rum? Ich kriege die Krise. Wenn ich jetzt wieder am Anfang auskomme, ne? Dann laufe ich zurück, dann gucke ich, ob ich da wieder... Ah, ne, jetzt bin ich mal auf dem anderen. Da ist dieser bärtige Jesus-Typ wieder drin. Dieser DNA-Strang. Wo ich immer noch nicht verstehe, was das jetzt miteinander zu tun hat. Wer die Frau ist, die... Vielleicht ist das ja auch ein Mann, ich weiß es ja nicht. Der oder die verschwunden ist. Stehen wir jetzt kurz vor der Lösung? Oder werden wir jetzt hier total verrückt oder so? Ich meine, man weiß es ja nicht, ne? Irgendwie ist das alles so ein bisschen skurril hier. Ja, natürlich drehen wir uns jetzt hier im Kreis. Wieso kann ich hier keine Tür öffnen? Also so zwischendurch ist auf jeden Fall nichts zum Öffnen. Ja, We Are Science. Ich weiß, ich weiß. Den Kram haben wir schon auf den Dingern gelesen. Wieso drehe ich mich jetzt hier nur im Kreis und warum kann ich jetzt hier... Ah, Moment. Da haben wir jetzt wieder das Gesicht. Was aber irgendwie nicht so ganz durchkommt, habe ich so das Gefühl. Wir sind auf jeden Fall jetzt wieder zurück. Das ist toll. Oder auch nicht. Ich bin mir nicht... Oh, Moment. Wir haben einen Würfel bekommen. Ja, den nehmen wir doch auf jeden Fall mit. Was ist hier mit den Tabletten? Können wir die... Kann ich noch nicht mal eine Tablette von nehmen, ne? Das heißt, den Würfel müssten wir rein theoretisch doch jetzt hier reintun können, oder? Kombinieren mit dem. Und das jetzt verwenden. Oh, endlich. Ob uns das was bringt, weiß ich noch nicht, aber... Okay. Ah, ne, ich kann es bewegen. Mir noch alles nichts. Das ist toll, dass ich das bewegen kann. Achso, das kann ich auch noch mal bewegen. Ich werde das gerne so ein bisschen gedreht. Das geht anscheinend nicht.
Das ist toll, wenn man dann so Rätsel bekommt, wo man noch nicht mal so einen Anhaltspunkt oder sowas für hat. Also, dass das jetzt irgendwas mit dem hier zu tun hat. Das kann ich noch nachvollziehen. Aber wenn ich das nach oben mache, bringt mir das halt eben nichts, so wie es aussieht. Ach so, kann ich die auch nochmal drehen. Aber man hat halt null Ahnung, wie man es drehen soll. Das ist das Problem. Also, die Ringe sollen, nehme ich mal an, wie in so einem Kreuz liegen. Vielleicht soll man ja auch die Ringe so machen, dass das oben liegt, das hier. Ich weiß nur nicht, ob so oder andersrum oder keine Ahnung. Ich sehe ja nicht allzu viel, ne? Das ist halt das Problem. So. Nee. Und so, wenn ich jetzt rausgehe, wie sieht das dann aus? Nicht gut. Also den untersten, den müssten wir noch ein bisschen nach links drehen. Den untersten, den müssten wir so ein bisschen so nicht, sondern so ein bisschen so drehen. Und den obersten noch so ein Stückchen nach hinten. So ein Stückchen. Wobei der. So. Da muss irgendwie dieses Muster bei rauskommen. So verstehe ich das. Das heißt, das müsste ja so rumliegen. Der zweite Ring, der muss auf jeden Fall ein bisschen, nee, so nicht, sondern ein bisschen so gedreht werden, damit der besser aussieht. Aber wie soll ich das da drunter dann machen? Ich meine, ich sehe doch gar nicht alles, was hier drin ist. Wollen die mich denn? Ein bisschen gerader vielleicht, aber bringt auch nicht viel, ne? Das finde ich wieder so ein blödes Rätsel, wenn man keine richtige Vorlage hat. Ich weiß jetzt nicht, ist das jetzt so richtig? Muss ich das Ding jetzt noch einen Ticken nach rechts verschieben? Obwohl ich glaube, das dürfte eigentlich richtig sein. Aber vielleicht auch einen Ticken nach rechts verschieben, ne? Das kann ja auch sein. So ein bisschen so. Ganz klein wenig noch. So. Den vielleicht noch ein Ticken tatsächlich noch nach hinten. Ist halt blöd, ne? Aber das da drunter, ich meine, was soll da jetzt? Was soll da halt runter? Sieht aus wie zwei Striche, aber woher soll ich jetzt diese zwei Striche nehmen? Oder muss ich das jetzt tatsächlich so darunter machen? Ich habe doch keine Ahnung. Achso, ich dachte gerade schon, es wäre richtig. Ich weiß auch nicht, woran ich merke, dass es richtig ist. Das ist ja auch noch so ein Problem.
Ich weiß es doch nicht, Leute, ganz ehrlich. Das ist jetzt mitunter eins der dümmsten Rätsel, die ich jetzt hier drin so sehe, wenn ich jetzt ehrlich bin. Hat das irgendwas mit den Zeichen hier unten zu tun? Wahrscheinlich nicht, ne? Dann hatten wir ja auch noch Zeichen hier. H gleich. Aber die ganzen Zeichen, die sind hier auch alle nicht drauf. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Gibt es denn da keine Vorlage von? Da hinten der Fernseher läuft immer noch, aber da ist halt immer nur dieses Bild drin. Mich wurmt das jetzt, dass wir jetzt das unter Garantie machen müssen und ich keine Ahnung habe, was das soll. Moment, oder ist es das hier? Eins von den beiden. Weil die so aussehen, als ob die hier gedreht werden müssen irgendwie. Ich denke dann immer, es passiert was und die ist aber eigentlich gar nicht richtig, wenn ich richtig eingestellt. So. So vielleicht. Weil halt so der Pfeil nach unten zeigt, hätte ich jetzt gedacht, das ist es jetzt, aber offenbar nicht. Da ist auch nochmal so ein Pfeil nach unten. Das ist es aber offensichtlich auch nicht. Ganz ehrlich, woher soll ich das wissen? Es sind so viele Pfeile nach unten. So. So. Das ist auch nicht. Vielleicht nur nicht ganz drin oder was? Ich habe doch keine Ahnung. Zwei Punkte, Pfeil und so ein Ding. Achso, nee, jetzt habe ich Q gedrückt. Warum drücke ich jetzt Q? Zwei Punkte, Pfeil und so ein Ding. Ja, das ist genau das, was da rein muss. Aber steht halt bei allen, ne? Das wäre auf jeden Fall was gewesen, was vom Muster her noch passen würde. Kann natürlich sein, dass das nach oben muss und nicht nach unten oder so. Ich habe doch keine Ahnung. Ich kann ja auch nicht richtig drauf gucken. Das ist ja auch noch das Problem. Oder soll ich die Dinger vielleicht zu mir drehen? Und das dann bei mir vorne haben. Das wäre jetzt noch eine Option. Wenn man, weil man ja von hier aus guckt. Das wäre noch eine Option. Wenn auch eine, die ich scheiße finden würde. Moment, dann mache ich das jetzt hier rum. So. Und so. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, welches von denen... Ich hatte eben eins, was richtig gut gepasst hat. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo das ist. Das war's. Das hier war das, glaube ich. Ach, ihr könnt mich doch mal. Boah, ey. Huch, hab ich mich jetzt erschrocken? We Science. Ja, das ist, denke ich mal, einfach.
Wie? So rum geht der. Sein. Jetzt muss ich das nur noch richtig schreiben. Aber das passt doch nicht. Moment. Oder muss ich das Wie auch noch davor? Wie? Science. Ja, das Wie muss wahrscheinlich auch noch davor, ne? Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ich doof habe natürlich jetzt gesagt, dass das einfach ist. Es war vielleicht nicht so gut. Bestätigen, da. Das scheint nicht das richtige Wort zu sein. Ah! Moment, dann gehe ich erstmal hier raus. Was haben wir denn? Oder ist, hat das was mit dem Eva Ben? Aber da haben wir noch nicht genug andere Sachen für. Das ist nämlich das Einzige. Das andere ist nur die Sache mit den Telefonnummern und so. Achso, das ist das Telefonbuch. Untersetzer, Silbertablett. Oh gut, passt nicht, ne? Oh gut, nee, das passt nicht. Ich hasse Rätsel ab heute. Och Mann. Jetzt dachte ich, dass es so einfach wäre. Fällt gerade was anderes ein. Moment, aber wo habe ich das jetzt? Wo hatte ich das jetzt gelesen? Stand hier, oder? Nee. Ach, ich bin so blöd. Och, ja, nein, mach hoch. Aber das passt dann nicht. Also, dass ich es falsch geschrieben habe, ist jetzt die eine Sache. Aber das Wie müsste dann noch normalerweise dahinter. Oder gibt es da noch ein Komma? Das kann natürlich auch sein. Nee, die Buchstaben fangen hier komplett von vorne an. Da gibt es keine Kommas. Weil das hieß ja eigentlich Wie, Science. Das verwirrt mich jetzt. Nein. Ich wollte es nicht zumachen. Ich wollte es angucken. Also normalerweise würde ich sagen, dass dieses Science alleine... aber das passt halt eben nicht von der Dings her, ne? We Science Power. PN Science vielleicht? Ah nee, das passt ja dann auch nicht. SC-Ienze. Das passt halt eben nicht. Das ist das Komische. Also, selbst wenn ich jetzt hier Science schreibe, also es richtig schreibe, meine ich. Moment. So. Je mehr ich auf das Wort starre, umso blöder sieht das Wort aus. Die haben halt hier kein Apostroph, das ist das Problem. P.
Power ist Missionary. Vielleicht P, aber pff, das glaube ich jetzt eher nicht. Scheint nicht das richtige Wort zu sein. Ja. Wörter haben wir nicht wirklich viele bekommen, muss ich sagen. Bowman, Geschäftsführer. Wie hieß denn jetzt der... Leonov, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kann es auch nicht sein, ist weniger. Oakwood? Moment, wir brauchen 2, 4, 6, 8 Zeichen. 2, 4, 6, 7 wäre das denn? Oder 9? 8 Zeichen. Frank Bowman kann es auch nicht sein. Doc, vielleicht auch D. D. Leonov. Ich weiß es nicht. Leonov, ich schreibe mir das mal eben auf, wie der geschrieben wird. Ich würde aber eher sagen, dass das eventuell... der Name von der sein könnte, die verschwunden ist. Ich weiß jetzt nur gerade nicht mehr, wie sie heißt. Moment, das ist der Schichtplan. Da ist sie... ups. Da war sie... zwei, vier, sechs... nee, sieben. Ach so, Leonov sind wir. Wir sind die verschwundene Person. Würde ich jetzt mal... Moment, wie viele Buchstaben? 7 war das mit dem... Hallo, nimmst du das? 2, 4, 6, 7, ja. Aber Leonov ist der Nachname, ist doch richtig. Ich schreibe es trotzdem mal eben auf. Evgueni. Leonov. Kann natürlich auch sein, dass das irgendwie unsere Schwester ist, unsere Frau ist oder was. Ich habe bisher mal gedacht, wir sind ein Mann, deswegen. Turn them off and look for me. Schalte sie aus und such nach mir. Was muss ich ausschalten? Die Lichter? Das muss doch dann eigentlich mit dem hier hinten zu tun haben, weil das ist ja schon eine Weile jetzt nicht mehr drin, ne, mit dem Blauen. Dann sind halt noch diese komischen Dinger hier oben drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H. H-Science? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal nicht davon aus, aber probieren kann man es ja mal. Da. Hallo, ich war doch gerade noch über dem H. Da. Also das mit dem Wii ist halt, ne? Science müsste es normalerweise sein. Ich hasse es wirklich. Ich hasse es. Ich hätte das vielleicht im Stream machen sollen, das Ganze. Dann hättet ihr mir vielleicht versuchen können zu helfen. Es ist wirklich 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Ja, überall, wo dieses Wii steht, steht halt Wii Science. Deswegen
Nur halt mit einem Komma, ne? Hier unten stand es ja auch in diesem Ding drin. Das kann aber auch nichts damit zu tun haben. Hatten wir hier noch irgendwas, was wir gelesen hatten, aber nicht mitnehmen konnten? Zwei, vier, sechs, acht, das ist auch neun. Ja, ja, doch, das sind wir. Wir müssen diese Dosis nehmen. Ach, das habe ich total überlesen mit dem Vornamen hier. Bin gerade echt überfragt, ne? Ist nicht das erste Mal, dass ich hier so lange rummache. Es tut mir auch wirklich leid. Aber ich verstehe es wirklich nicht gerade. Ich könnte den Namen nehmen, aber der ist halt eben zu kurz. Weil wir brauchen 8. Zwei, vier, sechs oder Doktor. Moment, das probiere ich jetzt mal aus. Das, oh, wenn das jetzt das ist, ne? Dann raste ich hier gleich aus. So. Doktor, oh Gott, wie wird er jetzt geschrieben? Leo. Leo Noah. Leo Noah. Zwei, vier, sechs, sieben. Hätte ja klappen können. Ja. Ich schaue nochmal weiter. Nee, mach mal die Tür auf hier. Haben wir hier noch irgendwas drin, was wir eventuell benutzen können? Zwei, vier, sechs, sieben. Nicht wirklich. Ja. Ich weiß auch nicht. Was ist denn hier mit dem Ding überhaupt? Hat das vielleicht irgendwas damit zu tun? Oder schalte sie aus und suche nach mir? Also, was ich noch weiß, dass diese drei Farben auf der rechten Seite waren. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass das halt generell so sein sollte. Aber vielleicht muss man hier auch irgendwie was umstellen oder so. Also nicht blau, gelb, rot. Das wäre dann in der Reihenfolge. Blau, rot, grün, gelb, keine Ahnung. Rot vielleicht da. Oder so. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche Farbe ich jetzt eigentlich gedrückt habe, ehrlich gesagt. Ich habe es jetzt gerade gar nicht so richtig mitbekommen. Moment mal, Moment mal. Ist das euer Ernst? Aha. Aha. Wir haben noch diesen Code. Muss ich erstmal gucken, wie komme ich denn jetzt dahin? Nee, der geht in die falsche Richtung, wenn ich nach rechts drücke. Moment, wo ist denn das Ding jetzt gerade, was ich gefunden hatte? Das ist auf der linken Seite.
So, Moment. Die Frage ist, ist das das auch gewesen? Oder war das eventuell anders? Können wir eigentlich nur mal eben nachgucken, ne? Doch, das ist das Große, dann andersrum, dann links, rechts. Ja. Ein Task, doppeltes davon und... Wobei das... Ja, doch, das ist... Moment. Ach, das muss ich... Nee, oder? H ist das Doppelte davon. Das heißt, dass wir, schreibt mir das mal eben auf, dass wir hier ein D haben. Das nächste wäre dann genau andersrum. Das wäre dann Y. Dann haben wir das hier, das ist dann ein S. Dann haben wir das offene T. Dann dieses, was links rumliegt. Das war ohne Punkt, genau. Ein O. Dann haben wir diesen Bogen. Nee, der hier war das. Ein P. Dann haben wir das mit dem Punkt drin. Hat es ja clevererweise eben alles abgezeichnet. Hehe. Ein I. Und ich würde jetzt mal glatt behaupten, das letzte ist wahrscheinlich dann ein A, wenn ich das Wort so lese. Das ist das Zeichen. Genau, das ist ein A. Oh, jetzt sag mir bitte, dass das das Lösungswort ist. Weil ich habe nämlich jetzt so lange aufgenommen, dass ich mich jetzt schon langsam aber sicher wieder aufmachen muss zur Schule. Das heißt, wir müssen gleich einen kleinen Cut machen, wenn es wirklich soweit ist. Wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir auch einen kleinen Cut machen. weil ich nämlich tatsächlich keine Zeit mehr habe. Ach nee, Moment. Ach, wieso suche ich nach dem P, wenn ich ein D eingeben muss? Ah. So, dann das Y. Mhm. Nee, da oben. Das... ist düs to p a. Oh, danke. Danke. Oh mein Gott. Okay, wir haben ein Auge. Ein Bericht. Ah, Life of the Others haben wir freigeschaltet als Errungenschaft. Sehr schön. Irene Soydox in Belgrad, tot aufgefunden. Irene Soydox, 38, französische Psychologin und Autorin des neuen Buchs Mankind Analysis, wurde gestern Abend tot in der Festung von Belgrad aufgefunden. Frau Soydox wurde seit ihrer rätselhaften Abwesenheit von ihrer Präsentation auf dem SPA-Kongress letzten Monat vermisst. Serbische Polizisten fanden ihre Leiche in der Nähe eines Gebüschs der Festung. Die Todesursache und ob es sich um einen Mord handelt, ist noch nicht bekannt. Okay. Eine Kurbel! Wir nehmen sie mit. Und wir setzen sie hier ein. Wo haben wir sie denn da? Und wir können sie theoretisch benutzen, ja. Tut sich dann auch was? Hm. Muss ich irgendwas drücken oder so? Ach so, das ist schon... Ach so. Status locked. Status locked. Ja. Ist die Frage, müssen wir jetzt hier alle drücken einfach? Ah, Moment.
Ist das jetzt? Nee, Moment, das ist. War falsch. Na, hier stimmt was nicht. Ein gutes Gehör. Ja, geil. Ich habe es mir jetzt leider nicht gemerkt, was ich gedrückt habe. Aber klasse, klasse. Ist die Tür? Sie geht auf. Hammer. Okay, es tut mir wirklich leid. Ich mache jetzt hier mal eben einen kleinen Cut, weil ich muss wirklich los. Für euch ist es quasi, als ob wir jetzt einfach weitergehen. Aber ich wollte das auf jeden Fall noch gemacht haben vorher. Ja, damit ich das zumindest schon mal hinter mir habe. Wir sehen den Raum sofort. Ich habe es euch versprochen, ich habe gerade geladen und wir müssen normalerweise, ja genau, wir können direkt einmal ins nächste Zimmer gehen. Das ist auch wieder sehr dunkel. Ah, aber hier funktioniert der Lichtschalter schon mal. Er hat funktioniert. Hallo? Okay. Ich guck dann erstmal woanders, okay? Achso, das ist der Regen draußen. Ich dachte gerade schon. Moment, da können wir. Oh. Ja, das ist nett. Anscheinend dürfen wir von dieser Seite aus noch gar nichts machen. Wir können uns hier bewegen. Oh, Meet the Devs habe ich jetzt als Errungenschaft freigeschaltet. Echt jetzt? Das heißt was? Muss man da auf 2 oder 3, 2 Grad, glaube ich, dann nicht eben draufgehen? Auf irgendwas Spezielles oder was? Ich habe jetzt eigentlich nur mal ein bisschen bewegt. Stockholm, London, Paris. Oh, Berlin haben wir auch. Können wir da irgendwie verlangsamen? Na, damit man da punktgenau trifft wahrscheinlich. Okay. Ja, bringt uns nur alles nichts, weil wir keine Ahnung haben, falls, wohin wir denn überhaupt müssen. Oh, und das nervt mich so, dass das so dunkel ist und man wirklich so gar nichts sieht, ne? Na, ich dachte, vielleicht kommt da jetzt ein bisschen Licht mit rein, aber natürlich auch nicht. Was ist das? To Oversight Center A. Abgesehen davon, dass das ziemlich basic aussieht. Ich wollte eigentlich... Achso, hier können wir hinter. Ah, okay. Dann machen wir das nämlich erstmal. Hallo. Ich habe keine Ahnung, warum kann man hier was schreiben? Wir gucken uns erstmal den Rest an. Moment, hier haben wir eine Brille. Die nehmen wir auch mal direkt mit. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Mittlere Maustaste. Ach, da können wir auch ins Inventar gehen. Oh, okay. Brille. Und nu? Soll ich mir die ansehen oder soll ich die verwenden? Ich bin mir nicht sicher. Kann man da denn durchsehen irgendwie? Verwenden. E. Ist die Frage, ob die uns jetzt irgendwas bringt. Ich habe keine Ahnung. Das kann ich nicht verwenden. Dann nicht.
Das kann ich auch nicht verwenden. Vielleicht brauchen wir die Brille ja, um draußen irgendwas anzuschauen, aber... Ich würde sagen, die ziehen wir jetzt erstmal aus, wenn wir sowieso nichts damit machen können. Oh, was haben wir hier? Irene is not dead. Okay. Irene. Das war, glaube ich, die eine, die da, die vermisst wurde und dann gesagt worden ist, dass die, ja, dass die tot aufgefunden ist, oder? Ah, wir können endlich mal unser Feuerzeug auffüllen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist, aber wir können, ach so, Moment, ich wollte es aber mitnehmen. Ich wollte nicht verlassen. Ich sehe hier oben nichts, wenn das so weiß ist. Das können wir nicht anklicken. Okay. Ja, danke, dass du aufgehst, ohne dass ich dich angeklickt habe. Kein Thema. Okay. Hier gehen schon die Schubladen von alleine auf. Gut, dann nehmen wir erstmal das Feuerzeugbenzin, kombinieren das mit dem Feuerzeug. Wo haben wir dich denn? Da. So, dann fackeln wir hier alles ab. Nein, das natürlich nicht. Aber wir können theoretisch jetzt irgendwo durchlaufen, wo es dunkel ist, ne? Nehme ich mal an. Was haben wir denn hier? Guten Morgen, werte Kollegen. Ich bin kein Mann vieler Worte. Daher werde ich versuchen, meine Dankbarkeit so knapp wie möglich zum Ausdruck zu bringen. Ich freue mich, auf diesen Kongress anwesend zu sein und möchte all meinen Kollegen danken, die es mir ermöglicht haben, heute hier sein zu können. Es bedeutet mir viel, zum Vorsitzenden des Kongresses gewählt worden zu sein. Es ist wahrlich eine Ehre. Ich habe viel ertragen, um hier zu sein und der zu werden, der ich heute bin. Nicht nur die Wissenschaft hat mich hierher gebracht. Meine Erfahrungen haben mich geformt, als Doktor und als Mensch. Ja, Moment, ich muss immer erstmal gucken, dass ich auf Q drücke zum Rausgehen. Weil das ja nicht die Standardtaste ist. Lebenserfahrung ist alles. Am Ende ist es das, was uns ausmacht. Meine Erfahrungen sagen mir, dass Wissenschaft und Gesellschaft ein starkes Band verbindet. Unzerstörbar. Wir als Humanisten haben die Pflicht, Wissenschaft und Technologie für die Verbesserung des menschlichen Daseins zu nutzen. Sie sollten Instrumente sein, die soziale Zwecke erfüllen und keine Instrumente, die uns verwirren. Wissenschaft muss sozialen Praktiken und kultureller Entwicklung nützlich sein. Und diese wiederum müssen dasselbe für die Wissenschaft tun. Ja, jetzt bin ich mir nur nicht sicher, ich konnte... Ach, jetzt kann ich das endlich hochmachen. Ah, nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte zu dem Teil, was ich angeklickt habe. Und wir haben schon wieder was Neues. Moment, wir haben... Wo haben wir denn... Hier. Auf dem Blatt haben wir die Buchstaben aufgeschrieben. Und jetzt haben wir CTO. CTO. Nee, C-T-O-R. Eva, Ben und C-Tor. Okay. Ich habe absolut keine Ahnung, was das alles bedeutet. Und dann Oktober 86. Aber ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Ja, ich mache mal Oktober 1986. Schreibe ich auch mal mit auf. Ich denke mal, dass das jetzt nichts ist, was wir jetzt tatsächlich brauchen. Aber... Oakwood. Massachusetts. Ja. Müssen wir hier irgendwas reinschreiben? Können wir hier was reinschreiben? Hello, Stranger oder so. GWBW vielleicht? GWBW? Nicht? Hätte ja klappen können. Ich denke aber mal nicht, dass wir jetzt da diese Eva... Was ist denn mit C-Tor? Ich weiß nicht, ob man da tatsächlich irgendwas reinschreiben muss. Nee, gerade... Ach doch, da oben. Die Buchstaben sind alle so durcheinander hier. Das R fehlt, ne? Genau, das R ist immer neben dem R. Also das können wir schon mal gar nicht reinschreiben. Nee, dann habe ich absolut keine Ahnung, was ich eventuell reinschreiben könnte. Hier ist eine dunkle Ecke. Da könnten wir eventuell, ich weiß es ja nicht. Wo ist denn das Feuerzeug jetzt hin? Oder ist das jetzt auf der zweiten... Achso, das ist jetzt auf der zweiten Seite. Verwenden. Ja. Also man kann damit anscheinend doch kein Feuer machen, so wie es aussieht.
können hier auch nicht weit rein. Ja, das... Ach so. Ich sollte diese Lampe anzünden. Okay. Dann machen wir das doch. Dann sehe ich hier vorne auch schon mal ein bisschen mehr. Machen wir das mal runter. Sehe ich dann da hinten noch ein bisschen mehr? Anscheinend nicht. Aber jetzt, wo ich es angezündet habe, schlägt hier plötzlich eine Uhr, die vorher nicht drin war, weil ich sie nicht gehört habe. Behaupte ich mal einfach, dass sie nicht drin war. Oh nein, wollt ihr mich veräppeln? Das macht ihr doch extra. Ach nee, das kann ich nehmen. Moment, behalten. Okay. Die kann ich auch anzünden. Ich muss mich jetzt erstmal darauf konzentrieren, dass ich mit der mittleren Taste mein Menü benutzen kann. Da ist aber so nichts, was man jetzt irgendwie... Funktioniert nicht mehr, okay. Das ist aber auch neu. Die können wir alle nicht anklicken. Aha, das kennen wir doch hier, das Bild. Tja, aber hier hinten ist es trotzdem stockfinster immer noch. Ich weiß nicht, ob wir mit der Uhr hier was machen können. Anscheinend nicht aufmachen oder so. Das können wir auch nicht verschieben. Mache ich nur an und aus. Okay. Ja, dann gehen wir mal in dieses vertrauensvoll aussehende Gängchen. New World. Halt die Klappe. Okay, das sieht alles so ein bisschen, ich weiß nicht. Es wird immer kurioser hier. Alle 12 Stunden. Das ist doch hier meine Tablette. Jetzt habe ich es unten nicht lesen können. Ja, toll. Das heißt, wir werden gleich wieder einen Anfall bekommen, nehme ich mal an. Er ist jetzt offen. Er ist jetzt offen. Das kann ich nicht verwenden, er ist jetzt offen. Was? Wer ist offen? Hallo? Wer ist offen? Ich bin der Herr der Bleistifte. Ich glaube, überall, wo ich es kann, glaube ich, stehen die Bleistifte. Ich habe zwar keine Ahnung, ob wir die jeweils benutzen müssen, aber ich nehme sie mal einfach alle mit. Anweisung der Aufsicht. An Zimmeraufsicht 1, 313, deren momentaner Einsatzort die Aufsichtslage 297 ist. Achso, das ist hier, wo ich angerufen habe, vermute ich mal. Bereiten Sie das Zimmer für die Zielperson vor, bevor sie am gewählten Datum aufwacht. Sie finden einen Orientierungsfilm mit weiteren Anweisungen in dem Zimmer. Oh, hab ich auch schon gefunden. Bleiben Sie in Ihrer Ansichtslage, während die Zielperson Fortschritte macht. Notieren Sie all Ihre Handlungen. Für den Fall, dass etwas Ungewöhnliches vorfallen sollte, steht Ihnen ein Bereich für Zwischenfälle zur Verfügung. Wenn Sie alles unter Kontrolle haben, schreiben Sie eine falsche Pressemitteilung über das Verschwinden der Zielperson. Oha. Um Ihre Daten aus den Aufzeichnungen zu entfernen. Sobald Sie fertig sind, sammeln Sie Ihre Dokumente und lassen Sie diese im Container außerhalb des Aufsichtsarsenals A. Qualitätsaufseher H028. Wir hatten doch hier irgendwo 028. Haben wir als Telefonnummer gehabt. Aufsichtsabteilung. Aufsichtsabteilung 503. Also 503 Zwischenfälle wahrscheinlich. Fall 1. Die muss ich aber nicht alle jetzt vorlesen, oder? Die Zielperson fand ein von der Aufsicht klassifiziertes Dokument, in welchem ein Telefoncode erwähnt wurde. 01138, das war doch der... Ja, ja, genau, da haben wir angerufen. Er wählte die Nummer, der Notfallstatus wurde aktiviert und ihm wurden neue Amidal-Tabletten zur Verfügung gestellt. Er nahm die Tabletten ein und erlitt eine Überdosis. Er wurde ohnmächtig. Nach einigen Minuten wachte er auf und nahm das Dahedron. Okay. Anscheinend hatte er sie davor nicht bemerkt. Alles ist wieder normal.
Jetzt wird's hier immer kurioser irgendwie. Aufsichtsabteilung 503, Verfolgung der Zielperson. Gewähltes Datum des Verfahrens 503, 25.10.86. Aufgewacht um 4.23 Uhr. Das waren wir, denke ich mal, weil das war irgendwas mit 4 Uhr, wo wir aufgewacht sind. Und es waren dann auch weiterhin immer 4 Uhr, solange wir uns da drin befunden haben. Öffnete ordnungsgemäß die Werkzeugkiste und fand den Knauf. Öffnete die Badezimmertür. Erster Zusammenbruch wegen Tabletten. Nahm ordnungsgemäß seine Dosis Amidal ein. Fand den Hebel und verwendete ihn. Ging ins Wohnzimmer. Aktivierte ordnungsgemäß die Stromversorgung. Licht an. Ey, das ist eine Zusammenfassung von... Das ist eine Lösung, die wir hier gerade durchlesen. Vervollständigte ordnungsgemäß die Drehschlüssel. Wobei sie es mit den Doppelpünktchen nicht so haben, ne? Zwischenfall 1. Wählte 4851 und aktivierte den Projektor. Das war die Telefonnummer. Vervollständigte ordnungsgemäß das Dahedron. Was auch immer. Ach so, das war das mit den... Lichtern wahrscheinlich. Gab Dystopia ein. Ach nee, dieses runde Ding, was wir da zusammengesetzt haben. Gab Dystopia ein und fand die Musikkurbel. Vervollständigte ordnungsgemäß das Sicherheitsfeld. Öffnete die letzte Tür. Schaltete das. Und dann sind sie anscheinend ganz schnell hier rausgelaufen, weil wir können hier nämlich nicht... Ah, ein roter Knopf. Ich drück mal einfach drauf. zack. Passiert nichts. Hm. Ja, das bringt mir ja viel. Was ist jetzt hier mit der Tür? Oh, was haben wir denn hier? Sieht fast aus wie eine EC-Karte. Nein, aber da ist ein Chip drauf. Und ich hoffe, dass wir da nichts mit zu tun haben, sondern dass das nur irgendwas Elektronisches hier ist. Room Supervisor, I-313, WeScience, da haben wir es schon wieder. I-313, haben wir nirgendwo aufgeschrieben, ne? Ich bin mir nicht sicher, brauchen wir wahrscheinlich alles nicht, muss ich dazu sagen, aber ne, man sollte immer mal, wenn man sowas findet, die Sachen... Gibt es dann irgendwo ein Gerät? Können wir das nicht aufmachen oder so? Die Sachen aufschreiben, das wollte ich eigentlich eben sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Globus jetzt nur für I-313, ja, das ist hier. Was logisch ist. Weil es ja klar ist, dass die Karte hier zugehört. Die Frage ist nur, wie kommen wir da durch? Ich kann die jetzt nicht einfach so verwenden. Oh, Moment. Ah, das habe ich vorher noch nicht gesehen. Enter your password. Ja, schön. habe ich hier gerade irgendwas aufgeschrieben? Nee. Ja, dieses C-Tor habe ich aufgeschrieben, aber wir brauchen 313, das wird zu einfach, oder? Hallo? Hätte ja klappen können. H128 297 oder 128 vielleicht noch. 297 128 297 oder 128. Links steht was mit 343, aber das wäre zu einfach, wenn man das Passwort direkt daneben hat, ne? Ich könnte es mal probieren, aber das wird das nicht sein. 342, nicht 3. Okay.
Okay, die Frage ist jetzt, wie kommen wir jetzt an ein Passwort? Müssen wir da eventuell dieses Ding für benutzen? Kann man das benutzen? Verwenden? Das kann ich nicht verwenden. Moment, Brille verwenden. Kann man die Brille mit dem Ding verwenden? Also kann man das dann irgendwie gleichzeitig? Ehrlich gesagt bin ich mir jetzt nicht sicher. Haben wir jetzt hier andere Zeichen? Hatten wir eben nur einmal Zeichen? Ich bin mir überhaupt nicht sicher, wenn ich jetzt rausgehe. Nee, dann habe ich aber die Brille nicht mehr an. Ja, macht er das automatisch? Stift? Notizblock? Das war die Toolbox. Ach so. Verwenden. Ja, womit soll ich die verwenden? Das ist eine gute Frage. Vielleicht aber mit der Karte. Steht da was auf der Karte drauf, dass man hier... Aber die kann man, glaube ich, nicht mal rausziehen jetzt, oder? Das hatten wir ja eben eigentlich schon alles. Das geht ja nicht. Irene ist nicht tot. Das hatten wir auch. Also ich vermute mal ganz stark, dass man mit der Brille irgendwas sehen kann, was man sonst nicht sehen würde. Die Frage ist, was ist das? Müssen wir vielleicht nochmal zurück... Denke es nicht, aber was ist, wenn wir das zum Beispiel anmachen und die Brille verwenden? Naja. Dann können wir dich auch wieder ausmachen. ja. Halt die Klappe. Monitor? Das sind Monitore, ne? Aber die sind alle aus. Ich denke auch nicht, dass man die Brille damit verwenden kann. Steht überall das Gleiche drauf. Damit vermutlich auch nicht. 313 haben wir schon ausprobiert. Das Ding können wir auch nicht mal rausnehmen, ne? Ja, die ist einmal da reingesteckt, die können wir jetzt nicht mal benutzen. Moment, halt, stopp, da war doch gerade. Nummer 1. Zwischenfall 1. 503 könnten wir noch probieren oder 151. 503 oder 151. 503 oder 151. Ja, hätte ja
Hätte ja klappen können. Bin ich nicht von ausgegangen, aber... Nein, ich wollte nicht rausgehen. Aber hätte ja klappen können. 138 habe ich, glaube ich, auch schon verwendet. Ist hier noch irgendwas drin? Das bringt mir aber auch nicht wirklich was, ne? Wie kriegen wir jetzt das Passwort raus? Noch dazu haben wir dann noch die Sache mit der Schreibmaschine. Da müssen wir ja auch noch irgendwas machen. Haben wir denn irgendwas anderes? Hier haben wir auch nichts mehr drin, ne? Also in dem Raum scheinen wir nicht weiterzukommen. Das sind, na, das ist aber eine Uhrzeit, die egal ist, denke ich mir mal. Moment, Uhrzeit? Wie war die Uhrzeit? Das stand doch irgendwo auch in einem Text drin. 4.23 Uhr. Ach, das habe ich mir ja auch noch aufgeschrieben extra. Ach, ich bin auch so doof. 4.23 Uhr. Das wäre jetzt noch was, was wir noch ausprobieren könnten. Aber ich bin ganz ehrlich, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen unbedingt, dass das jetzt der Code ist. Wenn alles andere schon nicht funktioniert hat hier. Aber ich will halt nichts unversucht lassen. Deswegen 4.23 Uhr. Nein. Mann. Nein. Supervisor haben wir gerade freigeschaltet. Ist das euer Ernst? Die Uhrzeit. Oh mein Gott. Da ist das Schlafzimmer, das kann man sehen. Hall completed. Ach du Schande. Jetzt haben wir hier schon wieder andere Sachen, die hier drin stehen. H-A-L. Wobei ich mir nicht... Na, ich weiß nicht. S-T-N-1 und 4-R-T-H. Keine Ahnung, ob das irgendwas bedeutet. Das ist das Badezimmer. Oh, das ist jetzt der Raum, wo wir gerade drin sind. Okay. Und das ist das, wo wir vorher drin gewesen sind. Standen da auch Buchstaben oben drin? Ne, da standen keine drin. Das heißt, ich schreibe mir jetzt hier nochmal auf WNDC und RJB. Mit 4LON soll das wahrscheinlich sein und 5URV. Keine Ahnung, ob uns das irgendwie weiterhilft, aber ich bin ganz ehrlich, ja. Also gut, das hat funktioniert, allerdings ist die Tür hier immer noch nicht auf. Wir haben aber noch dieses Rätsel mit der Schreibmaschine. Da fehlt allerdings auch ein Buchstabe. Und wir haben den Globus, wo wir ja immer noch nicht genau wissen, was wir da eigentlich mit machen sollen. Wolgorath, das sagt mir irgendwas. Habe ich das irgendwo mal gelesen? Kairo, Nairobi. Ach, das können wir auch behalten, sich gerade. Da stand es auf jeden Fall nicht drauf. Ultrasonic Liquid. Da sind halt die Buchstaben, aber dafür brauchen wir das R. Also wenn das wirklich die Buchstaben sind, die hier reingehören. Ne, immer nur unter der Voraussetzung. Ich habe aber absolut keine Ahnung, was wir jetzt hier mitmachen sollen. Also was wir damit machen sollen, ist klar, aber... Da haben wir jetzt auch noch Osten, Westen. Hier ist gar nichts, ne? Und da hinten ist es auch immer noch dunkel. Da wissen wir jetzt auch immer noch nicht, was man da machen soll.
Ich meine, ich könnte jetzt theoretisch hier alle von diesen Dingern durchgehen, aber ob da jetzt irgendwas passiert. Haben wir irgendwas mit zwei Zahlen drin? Ich gucke mir gerade mal die ganzen Codes an, oder die ganzen Zahlen, sage ich jetzt mal an, die ich mir aufgeschrieben habe. Achso, oder mit drei Zahlen, ne? Weil die sind... Die gehen ja auch noch weiter, ne? 3, 4, 5, 6, 7... Ja, ja, geht auch über 10. Hier 23 haben wir nicht, oder? Dass das irgendwie mit der Uhrzeit wieder zusammenhängt? Also 23 wäre ein bisschen viel, oder? Obwohl 3... Ja. Aber da ist nichts drauf. Okay. Dann hätten wir... Haben wir noch Daten? Na gut, 1986 ist halt sehr oft. Aber das können wir nicht machen. 19, glaube ich, kriegen wir nicht hin, ne? Ja, das größte ist 11 und da sind dann auch keine Dinger mehr. Ich weiß halt eben nicht. Bukarest. Passiert da irgendwas? Ich müsste die tatsächlich jetzt alle erstmal durchgehen, ne? Geht's hier noch auf der anderen? Achso, dann, ja, doch, dann geht's natürlich weiter. Was ist denn das hier? Boston. Sind wir nicht irgendwo hier? Washington, Boston, keine Ahnung was? Ich bin mir nicht sicher. Ich würde sagen... was haben wir noch? Ich würde nämlich die anderen Räume gerne nochmal abgehen. Stift haben wir. Die Zeitschrift haben wir mitgenommen. Ach so, genau, das hatten wir ja auch noch. Das sieht so ein bisschen aus. Sieht so ein bisschen aus wie das Ding im Badezimmer, würde ich sagen, oder? Kann man das... drehen, so zur Seite. Ist es dann auf dem Kopf, oder? Also, okay, so rum. Ich glaube, so rum ist das richtig. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde mal kurz ein Foto davon machen, weil das kann ich mir, also das könnte ich mir merken und alles jetzt abzeichnen, ja. Aber ich bin jetzt ganz ehrlich, da bin ich jetzt zu faul zu. Da ist es schon besser, wenn ich mir hier mal ein Foto nebenbei angucken kann. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber... Weil das waren ja auch irgendwelche Plusse und Striche und... Wir haben da ja schon mal dran rumgefummelt bei dem Ding. Hä, warum ist kein Licht mehr hier drin? Hallo? Ja, ja, halt die Klappe. So, da ist aber nichts Neues reingekommen, ne? Ja, das kommt man nicht nehmen, okay. Also, wir haben... Wir haben das quasi verkehrt herum. Das heißt, ich muss mein Handy jetzt umdrehen. Und mein Handy dreht sich jetzt wieder zurück um. Das ist natürlich klasse. haben wir denn... Nee, das Zeichen haben wir gar nicht. Doch, Moment, das ist das Zeichen. Das sind die Zeichen oben, die auch hier links drin sind. Das definitiv. Die Frage ist jetzt nur, kriegen wir das hin, mit dem Ding hier was zu machen? Jetzt habe ich das auf dem Kopf. Jetzt muss ich hier erstmal gucken. Also das Zeichen hier, das ist das erste. Wenn ich das jetzt drücke, geht das rein. Die Frage ist, was bedeutet das alles? Ach so.
Ach, und dann geht das da oben weiter. Das ist dann X-förmig. Ah, ich verstehe zumindest schon mal den Sinn von den Symbolen. So, die Frage ist, müssen wir die jetzt miteinander verbinden? Und die nächste Frage ist natürlich, Moment, das ist jetzt das, das zweite ist das Zeichen hier. Das heißt, da muss ich drücken. Das heißt, ich darf die jetzt nicht mit wegmachen. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt richtig ist. Das zweite Zeichen wäre dann das hier. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, ehrlich gesagt. Vielleicht müssen wir die ja alle rot haben. Dann wäre das so, das wäre so. Oder so. Oder muss ich hier in der zweiten Zeile dann was machen? Boah, ich bin absolut überfragt, ehrlich gesagt. Das ist dieser Kringel da unten. Das heißt, theoretischerweise müsste ich damit weitermachen. Und hier draufklicken. Da wäre dann... Aber den Kringel würden wir nicht mehr benutzen. Also würde ich jetzt sagen... Vielleicht kriegen wir so alle weg, keine Ahnung. Ich bin total überfragt gerade. Das Symbol ist... Jetzt muss ich mal eben gucken, ist das jetzt das richtige Symbol? Gucke ich jetzt überhaupt von der richtigen Seite? Ich bin mir gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Weil ich gucke jetzt auf den Kopf. Immer wenn ich versuche, mein Handy zu drehen, ist das Problem, dass ja, das Bild sich dann auch irgendwann wieder komplett falsch rum zurückdreht. Deswegen, das ist aber, glaube ich, das Symbol. Und da können wir jetzt nur da, da oder da. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Da wäre das mit weg. Das brauchen wir aber. Brauchen wir das mit dem Symbol dann noch? Das ist jetzt die Frage. Das wäre so. Das wäre so. Dann hätte ich die noch frei. Ganz ehrlich, ich habe gerade absolut keine Ahnung, was ich hier tue. Der Kringel. Hatten wir schon? Bin mir jetzt nicht sicher. Es könnte das sein. Wenn nicht, muss ich halt alles nochmal zurücksetzen. Das ist dann halt so. Damit haben wir das und das. Ich will aber versuchen... Aber dann kommt das nicht weg. Oder bin ich jetzt hier auf dem Holzweg? Ich habe keine Ahnung. Dann haben wir das Symbol. Das können wir eventuell... Oh, jetzt geht mein Bild hier auch noch aus. Das können wir eventuell hier... Ich habe ja jetzt Quatsch gemacht, oder? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, was ich hier gerade mache. Ich habe, glaube ich, jetzt echt doof geguckt. Moment. Oder ist das andersherum? Das kann natürlich auch sein. Das würde dann aber heißen, dass wir... Oh Gott, ich glaube, das wird ewig dauern, bis ich das hier durch habe. Wenn das jetzt andersrum wäre... Jetzt finde ich die Symbole gar nicht mehr. Moment, das steht auf dem Kopf. Dann... Ich habe mich mit dem Symbol vertan, oder? Das könnte auch das hier unten sein.
Frage ist jetzt nur, wie oft drücke ich das hier? Moment. Dann könnten wir vielleicht die Reihe mit dem nehmen. Aber ich habe keine Ahnung, was ich da drücken muss. Ich versuche irgendetwas und gucke, dass da die Sachen noch frei sind. Also anders kann ich es jetzt hier im Moment auch nicht machen, ehrlich gesagt. Dann hätten wir das Symbol. Aber auch wieder mit dem hier. Oder? Also da stehen zumindest die gleichen Symbole drauf. Das heißt, wenn wir das jetzt machen, ist das Mist. Wenn wir das so machen. Und das so? Ich habe keine Ahnung. Dann haben wir... Nee, Moment. Hä, der hat zweimal das gleiche Symbol. Da habe ich mich eben verguckt. Ich habe es auch andersrum versucht. Aber irgendwie funktioniert hier scheinbar gar nichts im Moment. Deswegen... Und ich weiß halt auch nicht, was ich genau machen soll. Soll ich jetzt Kreuze machen? Soll ich jetzt Striche machen? Das wäre das gleiche Symbol nochmal. Also sprich das hier. Nee, Moment, das ist nicht das gleiche Symbol. Doch, klar, das gleiche Symbol wie davor. Und das da müssten wir dann haben. Das heißt, das wäre falsch. Aber das müssen wir haben. Also, ich versuche jetzt hier ein Kreuz hinzukriegen. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Wahrscheinlich nicht. Dann wäre das in der Reihe. Mit dem ersten hier, ne? Wenn ich das richtig sehe. Wahrscheinlich kommt es auch darauf an, wo die Punkte sind oder was. Ich habe keine Ahnung. Das. Und das da. Auch nochmal mit dem hier. Dann ist das aber blöd. Dann müsste man das so. Wäre das letzte. Dann hätte ich da ein Kreuz. Dann müsste man hier wahrscheinlich noch ein Kreuz machen. Auch nicht. Ich habe doch keine Ahnung, Leute. Ganz ehrlich. Muss man das vielleicht noch reinmachen oder so? Scheinbar auch nicht. Also da bin ich jetzt ganz ehrlich, da bin ich komplett überfordert, ne? Bin ich komplett... Kann man das nicht damit verwenden vielleicht? Schade. Hätte ja sein können, dass man das jetzt irgendwie selbst machen kann oder so. Also was mich wundert, ist halt, das sind alles Kreuze drumherum. So rum scheint es auch richtig zu sein. Das heißt, dass ich das dann quasi verkehrt herum abgezeichnet habe. Nicht abgezeichnet, abfotografiert habe. Nee, Moment, hä? Ja doch, ich habe es einmal auf dem Kopf. Genau. Moment, ich mache jetzt nochmal ein neues Foto davon. Es ist zu kompliziert. Ich gebe es ja ganz ehrlich zu. Weil das hat keine richtige Logik irgendwie. Und man weiß halt nicht, was man hier drücken soll. Soll man jetzt hier Kreuze drücken? Soll man die nach oben drücken, nach unten, nach links, rechts? Einmal zurücksetzen, bitte. Ja, ich würde ganz ehrlich sagen, dass ich das jetzt mal mache mit der Kamera im Hintergrund. Dass ich das dann aber so zusammenschneide, dass ich im Endeffekt dann das letzte, also wie ich das dann mache, oder besser gesagt probiere, weil den Sinn sehe ich jetzt irgendwie nicht so ganz dahinter. Es kann auch daran liegen, weil das jetzt eben auf dem Kopf war.
Na gut, so sind die Sachen jetzt natürlich wieder richtig rum, ne? Bei mir. Also ich werde jetzt noch einen Versuch definitiv mit aufnehmen. Also mit reinschneiden. Und danach, ja, muss ich mal gucken, wie viele Versuche ich brauche. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass man diese Kombination haben muss. Das und das beispielsweise. Das war das Erste. Ja? Dann haben wir aber das schon wieder. Und dann das Letzte. Das wäre das hier gewesen. Ich weiß aber halt nicht, welche von denen ich drücken muss. Das ist das Problem. Dann haben wir die Kombination mit dem... Jetzt, wo es richtig rum ist, kann man es irgendwie viel besser sehen. Mit dem hier und dem. So. Dann haben wir die Kombination mit dem da oben. Und dem hier. Und schon können wir das nämlich nicht drücken. Da geht es dann nämlich schon los. Das heißt, wir müssten das ja irgendwie ändern, damit wir da unten was drücken können. So würde ich das jetzt mal vermuten. Dann haben wir das hier schon wieder in Kombination. Ich hoffe, ich gucke jetzt nicht falsch. In Kombination mit dem hier. Das heißt, das müssten wir auch ändern, damit wir das überhaupt machen können. So. Und dann die letzte Kombination ist dann das in der Mitte. Mit, wenn ich das richtig sehe, dem ganz unten. So. Aber, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ne? Ich weiß halt nicht. Ich weiß auch nicht, müssen alle rein sein? Das ist ja auch noch so das Problem. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mache und das jetzt so nach links und das jetzt zum Beispiel so, dann sind alle drin. Aber es funktioniert offenbar nicht. Also das ist das, was ich jetzt so nicht verstehe. Ich kann aber auch nicht überall Kreuze machen, deswegen... Ja. Ich versuche hier mal verzweifelt ein bisschen zu schauen, ob das wirklich eine Logik hat. Und wenn ja, wie die Logik ist. Ja. Und dann schneide ich das so zusammen, dass ihr dann die Lösung jetzt gleich erfahrt. Das. Was ist das? Nein! Ernsthaft? Oh mein Gott. Jetzt kann ich das nicht... Achso, doch behalten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Moment. Q, genau. Oh, ey, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe, ganz ehrlich. Weil... Ich habe zwar immer wieder versucht, dann habe ich doch wieder was anderes versucht. Achso. Ich wollte euch das nochmal kurz zeigen. Kann man das noch sehen? Ja, halt doch mal die Klappe hier. So, kann man das hier noch sehen? Also, so sieht das jetzt am Ende aus. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt darauf gekommen bin. Auf jeden Fall ist hier rechts jetzt so eine Klappe aufgegangen. Da habe ich jetzt was rausnehmen können. Und zwar war das der Buchstabe. Und wie komme ich jetzt wieder raus? Mit Q. Ich habe hier meine Tastatur ja auch komplett reingeschoben fast. Ich kann hier gerade gar nichts mehr so richtig bewegen. Oh, ich bin auch irgendwie so total nervös gerade mit den Händen. Moment, wenn wir da jetzt die Taste bekommen haben. Die müssen wir auf jeden Fall hier rein tun. Die Frage ist jetzt natürlich... die Frage ist erstmal, wie machen wir das? Moment. Die R-Taste verwenden... Zack, okay. Das war's. Steht jetzt da drin. So, jetzt haben wir natürlich die große Frage. Ich vermute, entweder muss man dieses, was steht da immer? Resign, ne? Entweder muss man das eingeben, aber wir haben hier keinen Leersch... Ja, okay, ein Komma hätten wir. Nee, nicht sein. Science war das so. Das können wir mal eben ausprobieren. Wie, Komma... wie wird das jetzt immer geschrieben? Science, ne? So.
War doch richtig. Ich habe es mir extra nochmal hingeschrieben, bevor ich jetzt hier irgendwas... ja, genau. Wie Science. Aber anscheinend ist es das nicht. Tut sie auf jeden Fall nichts. Okay. Dann hätte ich noch eine andere Möglichkeit. Und zwar haben wir dieses Eva Ben Cetor. Entweder schreibt man das hintereinander oder Benefactor. Ist das ein Wort? doch, ich meine, das wär ein englisches Wort, ne? Moment, das könnten wir mal ausprobieren. Ben und dann Eva. Wobei, nicht das deutsche Eva, sondern EFA. Benefactor. Memories habe ich freigeschaltet. Okay, als Errungenschaft. Benefactor. Ah! Okay. Okay. Was haben wir jetzt hier? We Science. State Power Hierarchy Machinery. Okay. West, East, North. Exodus, Arrival. Kann man das selbst einstellen? Nee, ich kann nur zwischen den zwei hier wählen. Anscheinend, oder? Z? Nee, da kann ich auch nur zwischen den zwei wählen. Müssen wir da irgendetwas einstellen? Das ist jetzt die große Frage. Oder müssen wir Exodus... Geht bis 39. Da geht's bis 30. Da geht's bis 39. East, South, West, North. Wieder so ein unlösbares Rätsel. Also, aktuell haben wir 4N12W drin. Das wäre Boston, glaube ich, war das, ne? Wir können ja mal ausprobieren, einfach mal 4N12W. Ich weiß nicht, ob man da selber irgendwas eingeben muss oder... Exodus Ankunft. Was habe ich gesagt? 4N12W. Das ist aber noch im Westen, wenn ich das hier mache, ne? 12W. Und das wären aber 4... Da oben ist 4N. Mal ausprobieren, keine Ahnung. Das war falsch, nehme ich an. Weil es rot war? Ich bin mir nicht sicher. Wobei, Moment mal. Ja, aber ein richtiges 12W haben wir nicht, wobei das geht da drin. Ich weiß nicht, Moment, X bewegen. Nee, das ist ja das. Das kann ich nur zwischen den zwei wechseln. Und wenn ich Z und X drücke, auch nur zwischen den zwei. Das heißt, ich kann das in der Mitte nicht drehen. Wäre auch eigentlich unlogisch, ne? Aber gut, das war also wohl falsch. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Wir können jetzt hier alle ausprobieren. Mexiko, Houston. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob irgendwo... Vielleicht ganz am Anfang mal was erwähnt worden ist. Umschlag ansehen. Boston Universität. Kann man den... Ah ja. Es geht nach Russland. Kam aber von Boston. Das heißt... Da stand ja Ankunft und Dings. Moment, ich schreibe mir das mal eben auf. Also, wir haben einmal Boston, aber da standen wir jetzt drauf. Oder heißt das
Rote, dass das jetzt bestätigt worden ist, eventuell. Das wäre jetzt aber echt Zufall jetzt gewesen. Aber ich denke eher, dass das nicht bestätigt worden ist, ne? Weil es halt rot war. Rot ist ja normalerweise nein. Also, ne? Ich sehe übrigens auch gerade hier noch die 02215. Ich glaube nicht, dass wir die noch brauchen werden, aber die schreibe ich mir auch mal auf. Also, Boston ist die Uni. Und er ist in Russland. Also wir quasi. Reiseinformationen. Abflug in Wolgograd. Ziel Boston. Moment. Wolgograd. Das könnte... Ich meine, das hätte ich ja auch drauf gesehen, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Moment. Achso, ich bin noch nicht im Zoom. So einen unten gucken. Ich will das nur ein bisschen besser lesen können hier. Oder habe ich Vancouver gelesen? Das kann ich auch sagen. Dass es das hier überhaupt nicht gibt, das wäre natürlich doof. Tokio. Sieht eher schlecht aus, würde ich sagen. Das ist ein ganz unten hier. Ich weiß ja nicht, was hier überhaupt alles draufsteht. Bangkok? Nee, da. Den hätten wir 5 Nord, 8 E. 5 Nord, 8 E. Moment, dann gehen wir hier mal raus. So. Nein, du sollst nach oben. Andersrum. 5 Nord. 8 E. Das heißt, ja, gut, 8 ist noch drin, auch wenn es eigentlich Norden ist. So, ist das einigermaßen mittig. Ja, perfekt. Und dann muss ich die Ankunft machen. Muss ich aber hier erstmal rausgehen, nehme ich mal an. Das schreibe ich mir mal eben auf. So, 5 Nord 8 E. So, und Boston. Wo haben wir jetzt Boston? Das habe ich doch eben noch gelesen. Paris, Madrid, Boston hier. Ach so, das war diese 4 Nord 12 W, wo wir eben drauf gestanden haben, glaube ich. Oder haben wir woanders drauf gestanden? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall 4 Nord 12 W. Dann gehen wir das doch auch mal ein. Ja, ja, ich glaube, da haben wir eben drauf gestanden. Ja. Ja, das ist ja... Okay, 12 W war das, ne? Im Westen. Bin mal gespannt. So. Ja, geil. Geil. Frage ist, tut sich? Ah. Oh. Hallöchen. Congratulations. You have successfully passed the test. Was? Now, you belong to the state. You are one of us. You may leave the room whenever you're ready. Further on, you will find your tasks as a son of the new era. Follow the path shown above you. Head towards the exit. Let us be thankful to the benefactor. Congratulations. You have successfully passed the test. Now, you belong to the state. You are one of us. Wollen die mich führen? You may leave the room whenever you're ready. Follow? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich denen folge. Ach so, dann kann ich hier durch die Tür jetzt durch, oder was? Okay. Schöne Aussicht.
Man kann nicht viel sehen, aber es ist eine schöne Aussicht. Da ist dieses Hal wieder. Das habe ich schon mal aufgeschrieben. Completed. Work hard. Okay. Recordings of subject E503. If you are listening to this, it is because you have completed the indoctrination phase. Was? Now, you are one of us. From this moment, you will be recognized by the state as subject E503. Given your profile and after successfully completing the expectations, your function as a son of the new era will be to lead the laboratory and to complete all the tasks that the benefactor delegates upon your new ID. You will be supplied with pills every 8 hours. They will revoke your eating, social, and lucrative needs in such way that your productivity will not be affected. Work hard, increase production. Okay. Bitte was? Ich habe das alles gemacht, um jetzt hier ein Versuchskaninchen zu werden, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Amidal-Dose ready. Okay. Oh, sehr fortschrittlich. Jetzt habe ich eine Überdosis, oder? Hi. Ich fühle mich so leicht schwerelos. Welcome. Hallo. Meine neue Karte als Chief Scientist, nehme ich mal an. Jetzt bin ich nicht mehr in 200, was war das, 97, glaube ich, sondern jetzt bin ich 503. Oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich kann hier oben nichts lesen. Ich hoffe, ich kann ihn nehmen. Ja, ich kann sie nehmen. Was ist hier mit? Das ist nicht meins. Ich wollte gerade sagen, ist das das Steam-Zeichen hier drin? Soll ich jetzt noch eine Runde schlafen oder was, soll ich jetzt hier machen? Das ist jetzt die Frage. Das ist so... Ich glaube, das ist draußen, was ich höre, oder? Was? Next dose in 8 Stunden. Also 8 hours. Ja. Aber... Oder muss ich jetzt zurück und dann hinten diesen Eingang entlang gehen? Oder ich darf nicht zurück. Das kann natürlich auch sein. Hallo? Ich bin ein Testobjekt, was jetzt hier drin gefangen ist, weil es nicht weiterkommt? Oder wie sehe ich das jetzt hier? Ja, damit wäre das Spiel dann beendet. Wir kommen hier nicht mehr raus. Wir werden dann ermordet. Ey, wir haben noch nicht mal unsere eigene Reflexion im Boden. Hallo? Wir wissen immer noch nicht, wer wir eigentlich sind. Ja. Was heißt denn... Hart arbeiten für euch, Jungs. Ich kann ja aber nichts mehr machen. Das ist jetzt... Das irritiert mich hier gerade. Total. Warum darf ich das Ding nicht anziehen? Da ist auch sonst nichts mehr drin. Tja, das nächste Rätsel wäre dann wohl, wie wir jetzt wieder von hier entkommen, oder? Beten! Naja, dass das eine Sekte ist, das klang ja schon danach, aber beten, naja gut. Ach du Scheiße. Ich sag doch, der sieht aus wie Jesus. Let us be thankful to benefactor. Blessings of the state. Blessings of the masses. Work hard. Increase production. Work hard. Increase production. By the masses. For the masses. Let us be thankful to the benefactor. Ja, und das war das Spiel. Ganz offensichtlich.
weil ich höre in diesem Moment im Hintergrund Musik. Also ihr hört es jetzt nicht, ich habe es rausgeschnitten, aber ich habe da im Hintergrund Musik gehört, habe mich gewundert, was das jetzt gewesen ist und da geht dann auch schon der Abspann los. Mein Statement zu diesem Spiel fällt zugegebenermaßen heute etwas kurz aus. Ich bin ratlos. Also ich bin ganz ehrlich, das Spiel selber fand ich gut, fand ich ziemlich cool gemacht. Es gab so ja, zwei Stellen oder so, wo ich gedacht habe, wollen die mich jetzt verarschen, weil das war so schwer. Da habe ich so irre lang dran gehangen. Ich meine, die eine Stelle habt ihr mitbekommen, wenn ich ständig am Suchen gewesen war. Das war jetzt, das ging noch eigentlich von der Länge her, sage ich mal. Aber die andere Stelle, das war dann halt die mit diesem komischen Rätsel unter dem Waschbecken. Und ich habe es bis heute noch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ich habe verschiedene Varianten im Kopf durchprobiert. Ich habe Sachen versucht, die für mich keinen Sinn ergeben haben, ehrlich gesagt. Und irgendwann, ja, ging halt dieses komische Ding auf, also diese Platte da auf. Und da war dann ja die Taste drin. Das war ja auch soweit okay. Nur habe ich absolut nicht verstanden, was ich getan habe. Und ich habe auch irgendwie im Nachhinein nicht wirklich gedacht, dass das irgendeinen Sinn gemacht hat, was ich da gedrückt habe, weil ich mehr oder weniger tatsächlich wahllos was gedrückt habe. Aber bis auf das Rätsel, was ich jetzt nicht so toll fand, muss ich sagen, fand ich es ein ziemlich cooles Spiel mit einem ziemlich seltsamen Verlauf, gerade Richtung Ende oder so ab der Hälfte Richtung Ende, wo das dann so spacig wurde so und so. Also beziehungsweise dieser Überwachungsteil halt noch dazu kam. Und ja, die Auflösung fand ich irgendwie seltsam. Also wir haben quasi jetzt etwas über 3 Stunden herum experimentiert, plus die Zeit, die ich natürlich jetzt rausgeschnitten habe bei diesem einen Rätsel da unterm Waschbecken. Also wahrscheinlich so 3,5 Stunden oder so. Haben wir herum experimentiert und Rätsel gelöst und so alles, um herauszubekommen, was passiert ist und vielleicht auch aus dem Zimmer zu entkommen. Und als Lohn dafür haben wir quasi das Training abgeschlossen und eine Gehirnwäsche bekommen. So habe ich es jetzt verstanden. Und das fand ich irgendwie sehr seltsam. Also ich gehe jetzt aus dem Spiel raus mit einem total verwirrten Gefühl, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie ihr das Ganze seht. Ich habe da auch keine wirklich weiteren Worte mehr für. Deswegen schreibt mir doch bitte gerne in die Kommentare, fandet ihr das Spiel irgendwo logisch? Also logisch schon, aber wie fühlt ihr euch jetzt am Ende, nachdem wir das jetzt abgeschlossen haben? Fühlt ihr euch so nach dem Motto, oh, wir haben es jetzt endlich geschafft? Oder eher so, das war jetzt nicht besonders logisch? Schreibt es mir in die Kommentare und ja, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.